Schön, dass ihr uns da draußen auf unserer Reise begleiten wollt. Hallo erstmal Valentin, schön, dass du da bist. Hallo Steffen, danke wir werden für die Einladung. Heute ein riesiges Universum bereisen, dort verschiedene Dinge drin machen und euch so ein bisschen zeigen, was denn eigentlich X4 so toll macht. Aber damit wir beide nicht alleine sind, haben wir uns dafür tatkräftige Hilfe an Bord geholt. Und zwar den Geschäftsführer und Miterfinder von X, nämlich Bernd Lehan von Egosoft. Hallo Bernd. Hallo Bernd. Schön, dass du da bist. Hallo. Freut uns erstmal, dass du unser Guide heute durchs X4-Universum sein wirst. Für alle Leute, die dich nicht kennen, wer bist du und warum bist du hier? Also ich bin, wie du das gerade schon gesagt hast, Geschäftsführer von Egosoft, aber auch Gründer. Und wir arbeiten als Firma ja inzwischen schon seit 25 Jahren an dieser X-Serie, also Weltraumspiele, Simulation, große Serie, die halt in sich die immer größer geworden ist, aber eigentlich von Anfang an so einen Anspruch hatte, den Leuten alles im Weltraum zu ermöglichen. Das ist dann so zu unserer Firma geworden oder zur Firmenphilosophie auch geworden, dass wir im Grunde nur noch das gemacht haben. Vorher gab es halt Egosoft schon länger und ich als Gründer war dann auch schon noch ein bisschen früher dabei, aber eigentlich inzwischen die letzten 25 Jahre, was ja jetzt noch eine ganze Weile ist, definiert sich Egosoft über die X-Serie. Ich stelle mir das manchmal so ein bisschen, also einerseits finde ich es gut, dass wir immer noch so traditionsreiche deutsche Entwicklerstudios haben, die sich ja wirklich mit so einer Spielereihe wirklich durchsetzen können und mit dieser einen Spielereihe quasi bis heute da sind. Andererseits wird das nicht irgendwann langweilig? Also hast du nicht irgendwann mal gedacht so, ich kann Weltraum jetzt wirklich nicht mehr sehen, ich will lieber, keine Ahnung, ein Action-RPG machen? Nee, überhaupt nicht. Also vielleicht liegt das daran, dass wir schon vorher eine Weile alt waren als Firma. Kleiner, natürlich winziges Team damals, aber trotzdem, ich habe halt schon ein paar andere Spiele gemacht davor. Und auch zu der Zeit eine Weltraumsimulation immer mein Ziel, war immer so die Vision, das wollen wir mal machen. Und als es dann geklappt hat und das dann auch das erste Spiel war, mit dem wir ein bisschen mehr wirtschaftlichen Erfolg hatten, dann pflegt und hegt man das und freut sich da sehr dran. Also wäre das jetzt so, sag ich mal so, der Minecraft-Moment, wo du jetzt dein erstes kleines Projekt gleich dann so total durch die Decke geht, dann weiß man das vielleicht nicht so zu schätzen und ist dann vielleicht, will dann schneller, wirft dann schneller das Handtuch und sagt dann, jetzt mach ich mal was anderes. Aber nee, erstens mal begeistert mich persönlich Weltraum und aber, ja, wie gesagt, inzwischen ist es halt auch so, dass wir schon seit über 25 Jahren jetzt halt alle Leute im Team dazugeholt haben, immer mit der Vision, wir machen hier Weltraumspiele besser, größer, schöner und dementsprechend definiert das dann halt auch die Firma. Da kannst du nicht sagen so, und jetzt, ach nee, jetzt haben wir genug von Weltraum, jetzt machen wir mal ein Fußballspiel. Das verstehe ich, genau. Du hast es gerade schon gesagt, die X-Serie ist mittlerweile schon relativ alt, gab es seit 1999 und wir befinden uns jetzt hier mit X4 in einem Spiel, was 2018 rausgekommen ist, genau. Also hat auch schon ein paar Jahre, genau, auf dem Buckel, aber das neueste Add-on ist jetzt gerade rausgekommen, der neueste DLC Kingdom End kam im April heraus. Wie ist denn gerade so der Entwicklerstand? Habt ihr noch weitere Pläne, das Spiel weiterzuentwickeln oder steht schon X5 am Horizont? Wie ist der gerade der Stand? Ja, auf jeden Fall. Wir arbeiten weiter an X4. Das ist halt Wahnsinn, wie toll sich das entwickelt hat und wie erfolgreich es auch ist. Da bin ich also selber auch sehr überrascht, wie toll das funktioniert. Und wir machen ja nicht nur jedes Jahr jetzt, also den letzten 4 Jahren, dann jedes Jahr eine kostenpflichtige Erweiterung, also diese DLCs, wo du gerade von sprachst, Kingdom End ist da die neueste, sondern wir haben auch jedes Jahr dann das Basisspiel verbessert und vergrößert. Also das ist nicht nur so das übliche, ein paar Bugfixes oder so, sondern wir haben halt wirklich massiv an der Engine-Verbesserung vorgenommen. Dieses Jahr gerade wieder die Grafik-Engine massiv aufpoliert und komplett die Physik-Engine ausgetauscht unten drunter. Also wow, das Spiel ist nicht mehr das gleiche, das es vor 5 Jahren war. Und dementsprechend ist es auch nicht jetzt irgendwie langweilig, dass man jetzt nur noch Content produziert, wie das dann manchmal ist, wenn man jetzt so ein älteres Spiel weiterpflegt, sondern wir sind da manchmal auch relativ radikal, dass wir den existierenden Spielern auch zumuten, dass sich das Spiel verändert. Also das ist auch vielleicht auch noch als Antwort auf deine Frage, ob das langweilig wird. Das ist halt manchmal, kann ich mir vorstellen, es wäre langweilig, wenn man jetzt wirklich immer genau das Gleiche weiter produziert, aber wir bauen halt immer wieder auch experimentelle neue Sachen ein, selbst in ein laufendes Spiel. Also.
Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Valentin. Sorry, ja. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, nee, aber ich wollte nur eine kleine Anekdote erzählen. Sehr gerne. Tatsächlich, ich hatte immer selten Verbindungen zu der X-Serie, weil ich habe das immer nur bei Freunden gesehen. Ich habe irgendwie bei Freunden gesehen, wie sie X2 war es, glaube ich, oder X3 damals gespielt haben. Und ich dachte mir so, es ist vollkommen verrückt, was sie da machen. Ich habe es nicht verstanden, was da passiert ist auf dem Bildschirm. Und meine Freunde konnten es mir nicht erklären. Dann wurde X4 angekündigt und ich war extrem gehypt. Das war tatsächlich der Grund, warum ich meinen aktuellen Rechner mit einer neuen Grafikkarte ausgesetzt habe. Aha. Nicht um irgendwie Cyberpunk so zu spielen, sondern um X4 zu spielen. Das war der Grund, warum ich mir meine aktuelle Grafikkarte gekauft habe. Und seitdem habe ich es ein bisschen reingeguckt. Ich bin jetzt aber auch kein riesiger Profi, das will ich direkt sagen. Also für alle riesigen X4-Nerds im Chat, die unterwegs sind und sagen, ich habe jetzt 300 Stunden in X4 investiert. Ich bin nicht so weit, das möchte ich kurz vorher als Disclaimer sagen. Wie ist es bei dir aus, Valentin? Hast du irgendwie schon Verbindungen mit der Serie an sich? Überhaupt nicht. Also genauso ähnlich wie bei dir. X3 hat mich damals zum ersten Mal überhaupt erreicht, auch über Freunde. Und ich hatte aber überhaupt keinen PC, der das stemmen konnte zum damaligen Zeitpunkt. Als ich dann einen hatte, war ganz viel anderes. Ne? Es kommen ja immer Spiele-Releases auch irgendwie raus, die einem doch wieder die Zeit für was man sich schon lange vorgenommen hat, nehmen. Aber jetzt erst durch diese ganze Gelegenheit hier habe ich mal ein bisschen in X4 reingucken können und habe jetzt schon grob die Oberfläche gesehen, was denn alles möglich ist, aber weiß es noch nicht komplett im Detail. Und du sagst schon, die X4 oder die überhaupt die X-Profis im Chat, ja, die wissen sowieso wahrscheinlich, worum es hier heute gehen wird. Aber ich würde auch gerne noch mal die Zuschauerinnen und Zuschauer abholen, die vielleicht noch gar keine Berührung damit haben und auch noch gar nicht wissen, was ist das denn für eine Weltraumsimulation. Und vielleicht kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, nur wie unterscheidet sich das Spiel von vielleicht anderen Genrevertretern und was ist so der Umfang? Kann man nur fliegen? Kann man auch irgendwie Stationen bereisen? Also ich kenne die Antwort, aber vielleicht einmal für die Leute. Ja, sehr gerne. Also das ist interessant, wie ihr das gerade beschreibt, weil eigentlich ist es immer schon unser Ziel gewesen, dass das Spiel jetzt nicht nur Hardcore-Simulationsfans begeistern soll, die dann da Jahre drin verbringen. Das ist wirklich, das hat sich so ergeben, dass das eine Gruppe ist, die unser Spiel gerne spielt, weil ich glaube, wir sind wirklich das einzige Spiel, würde ich fast behaupten. Ich habe es jetzt noch nicht so präzise recherchiert, aber ich glaube, wir sind wirklich, wenn nicht das einzige, dann eines von ganz, ganz wenigen, die in einem Single-Player-Spiel eine komplette Wirtschaft simulieren. Und das ist nie nur so ein Spruch, dass wir irgendwie so tun, als ob, sondern es ist halt so, dass wir in diesem Spiel als Basis zigtausende Schiffe, tausende von Objekten auf jeden Fall simulieren. Das sind also jedes einzelne Schiff, das in diesem Universum rumfliegt, egal ob es halt hunderte von oder am anderen Ende des Universums herumfliegt, wo du nichts von siehst, alle die werden trotzdem echt simuliert. Die werden also aus Sicht des Agenten, fliegt dieses Schiff tatsächlich von A nach B und transportiert Waren und das macht das Spiel wohl spannend für Leute, die da sehr lange mit verbringen, die sehr, sehr stark, sehr viel Zeit rein investieren und später dann das ganze Spiel umbauen, die Wirtschaft komplett anders machen. Das ist deswegen eine der Gruppen, die unser Spiel am intensivsten spielen. Aber es ist wirklich immer schon mein Ziel gewesen, dass das auch ein Spiel ist, in dem man einfach mal für ein paar Tage eintauchen kann mit Exploration, Weltraumkampf und einer Story folgen. Das ist also wirklich so eine wilde Mischung. Das kann man wahrscheinlich nicht besser sagen. Ich habe immer so ein bisschen den Sales-Pitch gehabt. Wir haben hier ein Universum, wir simulieren ein Universum. Du hast ein Raumschiff und jetzt kannst du dir im Grunde da drin eine Karriere aufbauen und kannst machen, was auch immer du willst. Wir versuchen dir zu helfen. Es gibt kleine Geschichten, denen du folgen kannst. Es gibt freie Missionen und es gibt längere Stories, denen man folgen kann. Manchmal, je nachdem, in welchem Teil des Spiels du einsteigst und welche DLCs du installiert hast, mal weniger, mal mehr. Also als X4 rauskam, war es etwas mehr Sandboxy, da gab es tatsächlich sehr wenig Story und die Expansions, die DLCs haben dann sehr viel Story hinzugefügt, aber ja, es ist halt immer ein großes Universum und du kannst darin machen, was du willst. Du kannst, und damit meine ich dann zum Beispiel Handel treiben, du kannst Kämpfe natürlich betreiben, kannst Geld, es hat oft was mit Geld zu tun, verdienst Geld auf sehr unterschiedliche Weisen, als Pirat, durch Überfälle oder eben durch Mining, durch Handel, dadurch, dass du dann, und das ist glaube ich jetzt fängt es an, etwas unique zu werden, weil da all das, was ich gerade gesagt habe, sind ja Dinge, die in vielen Space Games vorkommen. Du kannst aber auch eigene Stationen aufbauen und du kannst im Gegensatz zu den meisten anderen dieser Spiele, wo du halt auch in First Person startest und ein Schiff fliegst, bei uns relativ schnell dich hocharbeiten und eine kleine Flotte haben.
und viele Schiffe dann rumkommandieren. Das heißt, du hast diesen fließenden Übergang von dem am Anfang immer dem First-Person-Spiel, ich und mein Schiff, ich sitze im Cockpit, du kannst literally halt eine Leiter hochklettern, ins Cockpit gehen, auf den Stuhl klicken und dich hinsetzen und das Schiff fliegen, aber eben auch hin zu fast einem RTS-ähnlichen Spiel, wo du dann nach ein paar Stunden schon anderen Schiffen Kommandos gibst. Du heuerst Leute an, die arbeiten für dich als Piloten und dann gibst du halt die Aufträge für diese anderen Schiffe, dass die für dich Mining betreiben, dass die für dich handeln oder auch, dass die für dich kämpfen. Sodass dass du eigentlich sehr unterschiedliche Spielerprofile, Leute, Kunden anziehst. Also sowohl die eben Action und Story haben wollen in einem First-Person-Spiel, als auch die eben Strategie, Langzeitaufbau, solche Sachen machen. Eigene Stationen bauen, das ist halt Building. Also wir haben sehr viele Spiele in einem, könnte man sagen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der unique selling point. Ja, das passt ja auch zu der Freiheit, die man sich vom Universum irgendwie erhofft, dass man überall hin kann, alles Mögliche tun kann. Und du hast auch schon angesprochen, ihr wolltet gar nicht nur die super Simulations-Core-Leute irgendwie abholen, sondern eben auch für Einsteiger irgendwie freundlich bleiben. Und das ist mir tatsächlich direkt in den Tutorials aufgefallen, weil die einfach sehr gut waren. Die holen einen bei allem ab, sind sogar vertont, was man bei solchen Spielen meistens gar nicht so erwarten würde. Mhm. Das hat mich sehr überrascht und mich dann doch schneller reingeholt, als ich bei der Komplexität gedacht hätte. Das auf jeden Fall, genau. Und letzten Endes, genau, Valentin hat es auch gesagt, das ist eigentlich auch das, was mich eigentlich immer, oder was mich jetzt auch an X4 so fasziniert hat, ist dieses, das große Versprechen eines Weltraums, den die Weltraum eigentlich immer macht, dass du große eigenständige Abenteuer erleben kannst, dass der wirklich bei euch halt auch wirklich detailliert umgesetzt wird und ihr auch einfach dadurch auch, dass ihr das Spiel natürlich so weit weiterentwickeln konntet in den letzten Jahren, einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten anbietet. Es gibt ja auch verschiedene Startmöglichkeiten, überhaupt das Spiel zu starten. Es gibt verschiedene Fraktionen, denen man sich anschließen kann. Es gibt verschiedene Alien-Völker, denen man sich dann, wo man sich Rufe erarbeiten kann oder eben, die man angreifen kann, Krieg erklären kann und so weiter. Also das hat mich auf jeden Fall am größten fasziniert. Wir werden auch das alles gleich natürlich im Spiel einmal sehen. Ich habe einen kleinen Safe-Game vorbereitet. Nicht ganz alles. Ich habe noch nicht alles so weit gespielt. Wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Stunden investiert, aber nicht so super viel. Aber wir können euch auf jeden Fall eine Kleinigkeit zeigen. Vorher, bevor wir das aber machen, bevor wir ins Spiel springen, machen wir ja noch eine ganz, ganz, ganz kurze Pause. Wirklich eine ganz kurze. Und dann sind wir gleich wieder hier und tauchen ein in X4. Bock auf das perfekte Action-RPG für dein Handy? Dann aufgepasst! Mit Dungeon Hunter 6 erscheint endlich ein neuer Teil der Mobile Hack and Slay Reihe. Und das ist ein ziemlich fettes Looten- und Level-Paket. PvE und PvP-Spielmodi, Gildenkriege in Echtzeit und über 100 einzigartige Bosse, die mehr sind als reines Schwertfutter. Denn hier kannst du die erlegten Bosse nicht nur looten, sondern auch anschließend als Mitstreiter beschwören. Monatlich aktualisierte Klassen, individuelle Reitgefährten sowie eine flexible Kampfsteuerung mit Dodges, Combo und Ausweichrollen runden die Fantasy-Schlachtplatte ab. Die frischen Animationen hieven die beliebte Serie auch optisch auf ein ganz neues Level und ermöglichen superflüssige Kämpfe auf deinem Mobilgerät. Also, lade dir Dungeon Hunter 6 jetzt kostenlos auf Android oder iOS runter. Benutze den Link in der Beschreibung oder scanne den QR-Code, um das Special Starter Pack im Wert von über 50 Euro zu ergattern. Und mach unbedingt beim Launch-Event am 15. Oktober mit, wenn du Bock auf geile Preise hast, wie das iPhone 15 Pro Max oder eine PS5. Und da sind wir auch schon wieder. Wir haben euch den Weltraum versprochen und jetzt werden wir euch auch gleich zeigen. Ja, zusammen immer noch mit Valentin, schön, dass du da bist. Und mit Bernd Lehan, dem Geschäftsführer von Egosoft. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir haben die Leute jetzt genug auf die Folter gespannt. Wir steigen jetzt einfach mal bei mir gleich ins Spiel ein. Vorher vielleicht noch kurz der Hinweis für alle Leute, die jetzt sich denken, ich wäre schon die ganze Zeit irgendwie auf meiner Liste. Ich habe jetzt doch irgendwie Bock, mal reinzugucken. Bei Steam ist es gerade reduziert. Es ist ja gerade Steam Herbst-Sale und da könnt ihr unter anderem auch X4 euch holen, entweder in der Grundversion oder natürlich auch einfach direkt mit allen DLCs, die es gibt, allen Vieren. Und könnt ihr einfach direkt reingucken und selbst euch ein Bild machen, wie X4 sich weiterentwickelt hat oder wo es gerade steht. Und das ist noch zum 50. Preis. Ich habe sogar 50% reduziert aktuell. Ja. Also da kann man ordentlich was sparen, wenn man jetzt Bock auf X4 bekommt.
Ich hoffe natürlich, dass durch mich als Spieler die Leute Bock auf das Spiel bekommen und nicht andersrum. Wir werden es gleich sehen. Ach, bestimmt. Bestimmt, das kriegen wir schnell hin. Ich zeige euch erstmal kurz, mein Schiff. Ja, ich zeige euch erstmal ganz kurz mein Schiff. Genau, dann möchte ich mal, ganz nicht? Kurz den Hinweis in den Chat geben. Wenn ihr Fragen habt, dann haut sie jetzt in den Chat. Ich habe da immer ein Auge drauf und werde mir die anpinnen, während Steffen hier alles erklärt. Ich werde die sammeln. So, gerne rein. Ja, das war gar nicht mein Schiff. Das war gar nicht Muss ich leider enttäuschen. Oh. Es hat gar keiner geklaut. Das hier ist mein Schiff. Oh, okay. Ich war schon beeindruckt. Ich wollte Bernd ein bisschen beeindrucken am Anfang. Ich wollte, dass er kurz denkt, wow, wie hat der Junge das geschafft in so kurzer Zeit? Aber nein. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen gespielt und das hier ist gerade mein Hauptschiff. Das ist eins unter anderem der neuen Schiffe, die jetzt im DLC dazugekommen sind, in Kingdom's End. Denn in Kingdom's End ist die Fraktion der Boronen zurückgekehrt. Boronen, korrigiere mich gerne, Bernd, ist eine Fraktion, die man schon aus alten X-Teilen kennt, die bisher in X4 noch nicht vorhanden waren, beziehungsweise die dadurch, dass sie quasi nicht am eigentlichen Hub-Netzwerk angeschlossen waren, quasi nicht im Spiel drin waren. Jetzt sind sie wiedergekommen, sie sind wieder da, man entdeckt sie relativ früh wieder in einer der Story-Mission und da haben die Manager, dabei ist einfach direkt hier so ein schönes, schickes, kleines Schiff geschenkt. Ist das nicht nett von denen? Das ist wirklich schick, ehrlich gesagt. Ja, genau, also vielleicht kann ich kurz erklären, das Prinzip, wie wir das Universum da dann immer erweitern. Also in dem Fall war es halt tatsächlich die lang erwartete, aus Sicht der älteren X-Fans, die halt das Universum schon gut kennen, Rückkehr dieses Unterwasservolks. Die sind etwas besonders, deswegen haben wir da wirklich etwas länger für gebraucht. Die Optik der Schiffe ist halt sehr ungewöhnlich. Auch die Figuren selber, dieses Volk, das sind halt eigentlich Unterwasserwesen, die müssen dementsprechend natürlich auch ganz anders, bewegen sich ganz anders rum. Du kannst ja normalerweise wirklich jeden NPC, der im Universum unterwegs ist, theoretisch auch anheuern, als Piloten für dich arbeiten lassen, dann kannst du sie auf andere Schiffe setzen. Das heißt, wenn wir so etwas haben, also in dem Fall jetzt diese Boronen in ihren Spezialraumanzügen mit Wasser gefüllt, dann müssen die auch wieder kompatibel sein mit allen anderen Schiffen und umgekehrt. Wir können also Menschen oder wir haben Split, Paraniden, das sind alles unterschiedliche Aliens. Theoretisch kann der Spieler sie auf jedes Schiff setzen und jedes Schiff von jedem Piloten bedienen lassen. Das heißt, wir haben einen ziemlich großen Aufwand zu treiben, um so ungewöhnliche Völker irgendwie da reinzubekommen. Und was wir auch machen, ist, dass jedes Mal, wenn das Universum auf diese Weise dann um ein neues Volk ergänzt wird, dann wird auch das Universum literally größer. Das heißt, wir haben dann Sprungtore, die geöffnet werden und die dann halt wirklich das Universum vergrößern. Also neue Gegenden, die es zu entdecken gibt und die mit dem DLC dann an das Universum angeschlossen werden. Und die funktionieren dann halt immer, egal ob du jetzt schon vorher monatelang gespielt hast oder ob du neu anfängst. Also das ist halt die Herausforderung für uns, das ganze Safe-Game kompatibel zu machen. Die Leute investieren ja, wie gesagt, sehr viel Zeit in ihr Universum, in ihren Spielstand und dann ist es halt manchmal für uns technisch schon eine ziemliche Herausforderung, DLCs so zu entwickeln, dass die Leute das im Grunde in jeder Kombination machen können. Mit einem alten Spielstand, neue DLCs oder halt mit dem Kernuniversum erst anfangen, nur das Basisspiel kaufen und dann später erweitern. Also alles ist möglich und ja. Genau, wir sind hier auch gerade auf einer Station. Für alle Leute, die sich jetzt denken, so, hä, wie läuft Steffen jetzt da rum? Man kann tatsächlich auf den Stationen landen und dann auch daran herumlaufen, beziehungsweise man muss auch teilweise darauf herumlaufen. Man kann natürlich auch alles über Bildschirme sozusagen machen. Also wenn ich jetzt mit dieser Station hier handeln wollen würde, muss ich das nicht unbedingt machen, indem ich aussteige, zum Handelszentrum laufe und da alles mache. Sondern ich kann das theoretisch auch natürlich über ein Menü machen. Aber das hat mich tatsächlich, als X4 damals angekündigt wurde und die ersten Spielszenen gezeigt wurden, am meisten imponiert, weil ich das eigentlich immer am immersionsförderndsten finde, wenn du tatsächlich an solchen Stationen halt andocken kannst und wirklich was da machen kannst und vor Ort irgendwie was tun kannst. Und du nicht nur dein Schiff bist sozusagen, sondern auch eine Person in dem Schiff, die sich bewegen kann. Das fühlt sich wirklich toll an. Genau. Und das Beste ist einfach immer noch, und das gefällt mir auch an dem neuen Boronenschiff so schön. Man kann halt einsteigen und es gibt einen Aufzug, mit dem man einfach hineinfahren kann. Und das finde ich immer super, weil ich liebe es einfach auch gerade, wenn man, es ist natürlich ein relativ kleines Schiff, ne, aber wenn man später natürlich auch größere Schiffe hat, wie Träger und so weiter, auch ein bisschen im Cockpit herumzulaufen, sich die einzelnen Sachen ein bisschen anzugucken, weil natürlich auch die Sachen von innen einfach anders aussehen, je nachdem, was du für ein Volk hast und so weiter. Das hier ist übrigens kein Brone, der hier sitzt, das ist eine andere Person, die ich hier reingesetzt habe, nicht, dass ihr euch wundert. Teladi. Das ist ein Teladi, genau. Der verschwindet jetzt hier, das ist mein Ersatzkapitän. Der ist nicht so gut wie ich, glaube ich. Sessel warm. Der
hält mir den Sessel warm, genau. Und fährt herum und guckt, was man so machen kann. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, was ich schon habe, sozusagen. Mhm. Wir können erstmal auf die Karte gucken. Bei X4 ist es generell so, dass das Universum eingeteilt ist in Sektoren. Ist die richtige Bezeichnung, oder Bernd? Ja, ich glaube schon. Klar, ja, Sektoren haben wir immer schon gesagt dazu. Ja. In dem Fall ist es ein kleines bisschen komplizierter, weil einige Sektoren entsprechen auch ganzen Sonnensystemen. Ja. Und manchmal entsprechen diese, das sieht man hier an diesen Hexagonen. Und wenn man das genauer wissen will, kann man an den Abgrenzungen erkennen, ob das jetzt ein Sonnensystem ist, was also zusammengehört und mehrere Hexagone umschließt. Oder ob man dementsprechend dann, wenn man durch ein Sprungtor, würde man wirklich interstellare Abstände überbrücken, also von einem Sonnensystem zu einem anderen kommen. Dafür braucht man ein Sprungtor. Aber es gibt auch Sektoren, die ein Teil eines Sonnensystems nur sind, sodass man also im Grunde nur schneller von einem Planeten zu einem anderen kommt. Also ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel das Sonnensystem, unser Sonnensystem hier, Sol. Da gibt es halt auch einzelne Sektoren an den einzelnen Planeten. Und das ist halt insofern dann ein bisschen besonders. Da sieht man dann mehrere von diesen Sechsecken, von diesen Hexagonen, die dann ein gemeinsames Sonnensystem bilden. Genau, oder hier ist es zum Beispiel, ne, wir haben hier Argon Prime sozusagen als ein Sonnensystem oder als ein Sektor und darüber aber direkt Morgenstern 304, die so ein bisschen zusammengehören quasi. Ne? Habe ich, glaube ich, richtig gesehen. Ja, da oben diese zwei, genau. Das ist ein Sonnensystem, dann, das aus mehreren Sektoren besteht. Ja. Und man springt quasi hauptsächlich auch über solche Sprungtore, hast du ja gerade schon gesagt. Es gibt auch so eine Art Autobahn, die einmal quer durch das Universum führt, zumindest durch das besiedelte Universum. Oder zumindest das ist ein bisschen so der Kern. Ich würde nicht sagen, das ist längst nicht das gesamte Universum, um Gottes Willen. Das ist nur ein kleiner Kern. Ja. Aber das ist halt ein Bereich, durch den du besonders schnell kommst. Wenn man so will, im Kern dieser Wirtschaft, wo halt auch die Völker jetzt gerade relativ friedlich, das will ich jetzt eigentlich auch nicht sagen, weil das sind auch manchmal Kriege entlang dieses Highways. Aber es wird hier viel gehandelt, hier ist viel los. Das ist auf jeden Fall das, was diesen Kern ausmacht. Und der Highway verbindet sie da an der Stelle miteinander. Aber es gibt halt auch sehr viel mehr Peripherie, sowohl auf dem Makro-Level, das heißt Sektoren, die sehr, sehr weit noch von diesem Kern weggehen, die du hier jetzt alle noch nicht freigeschaltet hast. Die Karte ist wesentlich größer als das, was du hier siehst, als auch innerhalb der Sektoren. Jedes dieser Hexagone, die du hier siehst, kann in sich auch zoomen. Das heißt, nur weil das jetzt im Moment eine endliche Fläche zeigt, heißt das nicht, dass du da schon alles siehst. Also zum Beispiel, wenn du da jetzt in dieses kleinere Hexagon reinzoomst, da siehst du ja, du hast jetzt da im Grunde diesen Fog of War nur entlang des Highways freigeschaltet. Genau, das ist der Bereich, in dem du schon geflogen bist. Du wirst noch jenseits, also wenn du da mal aus dieser Wurst sozusagen rausfliegst zum Rand, die ist ja auch dreidimensional, du siehst das jetzt hier nur zweidimensional, weil du die Karte nicht kippst, siehst du jetzt keine Stationen. Ja. Aber wenn du da nochmal hingehst, wo du gerade warst, dann in dem grauen Bereich sind also noch sehr viele Stationen, genau, das ist dreidimensional und die können auch da drüber sein, aber du hast halt immer eine Scanner-Reichweite, die dein Schiff auf einmal scannt und das ist jetzt, kann man hier jetzt sehr schön erkennen, das Dunkle ist halt sozusagen einmal die Scanner-Reichweite deines Schiffs, mit dem du da den Highway entlang geflogen bist, aber du kannst auch hier Richtung Rand fliegen und wirst dann auch jenseits dieses Hexagon-Rands noch sehr viel entdecken. Also das täuscht am Anfang, glaubt man so, ah ja, okay, dieser ganze Sektor ist jetzt vielleicht nur einige hundert Kilometer groß, aber wenn du da dann physisch dich da vor Ort befindest, wirst du sehen, dass es kann auch tausende Kilometer groß sein und dann zoomt dieses Hexagon raus sozusagen und der Teil, den du jetzt hier siehst, wird immer kleiner. Man sieht es auch ganz gut, hier oben ist übrigens, da sind die ersten Randgebiete des neuen Boronengebietes, wo ich durch eine Mission schon hingekommen bin. Ich habe die jetzt nicht so super weit gespielt, sodass wir jetzt noch, wenn wir wollen würden, einfach auch in die Mission mal reingucken könnten. Das heißt, hier befinden sich dann die Boronen, die befinden sich dann natürlich dann weit weg von diesen Kernwelten, wie du schon gesagt hast, ne? Weil die eben jetzt neu auftauchen durch dieses neue Sprungtor und deswegen hier hinten dann quasi ihr Gebiet haben. Ja, auch die Wirtschaft ist da noch nicht verbunden. Das ist immer das Besondere. Also viele der Völker handeln ja miteinander. Und es gibt ja auch immer besondere Wirtschaftsgüter von den verschiedenen Völkern, die dir dann als Spieler oft halt auch neue Waffensysteme, neue Schiffstypen, Blueprints freischalten. Dinge, die du dann selber auch, wenn du möchtest, herstellen kannst in deinen eigenen Fabriken. Das ist dann eher was für die fortgeschritteneren Spieler, weil man da dann natürlich viel Geld für braucht, bis man den Punkt erreicht.
Aber ja, jedes Volk hat dann natürlich so seine Vorteile, die man dann da ankoppelt. Und wie gesagt, die handeln dann auch miteinander, wenn einmal die Wege geöffnet worden sind. Ich würde mich einmal auf den Weg machen zu meiner Basis, denn man bekommt auch, wenn man Story-Missionen folgt, eine Basis quasi geschenkt. Und dann können wir die einmal sehen. Wir können währenddessen mal ein bisschen gucken, wie das mit dem Springen aussieht, wie man ein bisschen durch das Universum navigieren kann. Netterweise gibt es dafür unter anderem einen Autopiloten, der sehr, sehr viel für einen übernimmt. Aber ich docke jetzt einfach mal ab und fliege mal ein bisschen los. Einfach um euch mal ein bisschen zu zeigen, wie denn das Spiel auch aussieht und wie es hier im Weltall von X4 aussieht. So, erstmal abdocken aus der Station. Währenddessen kann ich mal kurz eine Frage aus dem Chat vielleicht reinwerfen, ja, die gut. Auch recht schnell zu beantworten ist wahrscheinlich, wie viele Leute haben denn bei euch jetzt über Jahre an dem Spiel gearbeitet? Oh Gott, über Jahre? Also da müsste ich natürlich jetzt nach. Im Moment ist das Team jetzt knapp an der Grenze von 50. Also wenn wir die Leute im Ausland mitzählen, also wir sind jetzt hier über 30 inzwischen in der Nähe von Aachen, wo unser Studio ist, unser Hauptstudio, aber wir haben halt international Leute dazu bekommen. Und natürlich wir haben eine sehr, also die meisten Leute, die bei uns sind sehr viele Jahre schon bei uns, aber es gibt natürlich ein paar Leute, die mal da waren und dann weggegangen sind. Also deswegen habe ich jetzt keine Statistik. Es werden wahrscheinlich schon eher so Richtung 100 sein, die da schon mitgearbeitet haben. Außerdem ist dann immer die Frage, wen zählt man noch mit? Wir haben natürlich auch schon mal externe Studios gehabt, die uns geholfen haben. Das ist aber tatsächlich weniger, als man denken würde bei dem Umfang des Ganzen. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch Techniken und Tools entwickelt, um quasi diesen riesigen Space überhaupt auch erst kreieren und füllen zu können. Wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr da irgendwelche eigenen prozeduralen Tools oder wie läuft das? Das ist eine interessante Frage. Was ist daran prozedural? Was ist definiert? Also, ich habe ja eben schon erwähnt, das Ganze basiert auf dieser simulierten Wirtschaft. Und das ist im Grunde schon, wenn man so will, ist die Wirtschaft der prozedurale Teil. Also es sind halt einzelne Agenten, wo jeder Agent sozusagen versucht, für sich selbst Gewinn zu machen in diesem Universum. Es gibt Händler, es gibt Miner, je nachdem, was diese Agenten sozusagen für Schiffe haben, und es gibt ganz viele Fabriken, die Wirtschaftsgüter herstellen. Und inzwischen ist es halt so, dass wir wirklich alles da drin vollständig simulieren, sodass also auch alles theoretisch veränderbar ist. Sprich, auch die Völker bauen neue Stationen, die Völker können auch in Kriegen alles wieder verlieren, können sogar ihre Schiffswerften, was sozusagen in so einer Wirtschaft so die Spitze der Pyramide ist, wo die einfacheren Güter dann hinwandern. Also wenn man sich das so vorstellt, am unteren Ende ist Mining, da werden Erze abgebaut, dann werden die veredelt, da werden Nahrungsmittel benötigt, aber am oberen Ende sind dann die Hightech-Güter, und das sind dann eben Waffen, das sind die Stationen, die gebaut werden, die Schiffe, die gebaut werden, die ganzen Upgrades, und das wird dann im Grunde wieder verheizt in Kriegen. Also es gibt da eine Wirtschaft, die getrieben wird von Konflikten in weiten Teilen. Es gibt auch Ausnahmen, es gibt andere Dinge, aber das ist im Grunde so vereinfacht, wie die Wirtschaft funktioniert. Und diese Wirtschaft wird halt vollständig echt simuliert, sodass das Universum, so wie man es als Spieler am Anfang sieht, sich halt auch immer verändert und immer anders verändert. Also jedes Mal, wenn du ein neues Spiel starten würdest, würde es sich schon nach einer Stunde oder nach wenigen Stunden sehr stark von anderen Spielern unterscheiden. Also wenn zwei Spieler das parallel machen, dann entstehen so viele Zufälle, dass es prozedural tatsächlich vergleichbar mit einem prozeduralen Spiel halt in ganz unterschiedliche Richtungen geht. Das Ganze passiert aber auf einer Map, die von uns designt ist. Also sehr viele der besonderen Highlights, der besonderen Stellen in diesem Universum sind von uns schon designt. Also es ist immer eine Mischung aus prozeduralen Abläufen, aber auch handdesigntem Universum. Aber selbst die Dinge, die wir von Hand designen, also wo zum Beispiel ist jetzt hier Argon Prime, hat er eben gezeigt, das ist sozusagen einer der besonderen Sektoren für die Argonen, eines unserer Völker, wo halt auch ein Kern ihrer Wirtschaft ist. Aber selbst so etwas kann sich ändern. Es können Kriege entstehen zwischen den Völkern, wo der Besitztum eines Sektors sich verändert, die Fronten des Krieges sich sozusagen verschieben. Und auch das wird dann halt auf einem sehr hohen Level simuliert. Und natürlich, je mächtiger der Spieler dann wird, desto tiefer kann er selber dann auch in das alles eingreifen und dann eben selber auch ganze Sektoren übernehmen oder Dinge massiv verändern.
Das ist vor allen Dingen eigentlich die Stärke dieser Simulation, ja. Die Tatsache, dass am Anfang kann man sich gut die Frage stellen, warum machen wir das überhaupt? Warum simulieren wir das alles, wenn der Spieler doch nur so ein winziges, kleines Zahnrad in diesem riesigen Getriebe ist? Das ist tatsächlich ein bisschen Verschwendung und wir brauchen da sehr, sehr viel CPU-Zeit für etwas, was jetzt dann vereinfacht gesagt im Anfang nicht so viel bringt, außer dass man ein schönes, realistisches Universum hat, das man betrachten kann. Aber tatsächlich ist es natürlich so, je mächtiger der Spieler wird, desto mehr merkt man dann eben, dass die Dinge, die man da tut, eben real sind und dass man alles, was man da macht, jeder Frachter, den du abschießt, der Waren an Bord hatte und nicht sein Ziel erreicht, treibt irgendwo einen Preis nach oben. Ja. Also alle Preise, alles, was in dem Universum passiert, ist Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Jeden Weg, den du blockierst, wo Schiffe nicht mehr durchkommen, wird an irgendeiner Stelle die Wirtschaft verändern. Und das alles zu sehen und zu sehen, wie das dann auch snowballen kann, sind halt sehr, sehr interessante Effekte. Sehr, sehr cool. Also alles hat einen Einfluss, was natürlich wirklich für die Immersion sehr zuträglich ist und ist natürlich klar, dass es bei sowas dann eher nach hinten raus sichtbar wie die Spielerinnen und Spieler wird. Steffen, was sehen wir hier gerade? Du hast deine Station erreicht. Genau, ich habe jetzt unsere Station erreicht. Das ist quasi die Station, die man als erstes bekommt. Die, finde ich, also man bekommt die relativ schnell. Ich muss so ganz kurz hier auf meinem Raumschiff ausstehen, damit ich euch die besser zeigen kann. Die bekommt man relativ früh, wie ich finde. Was ich aber auch gut finde. Also man hat relativ früh schon die Möglichkeit, in dieses ganze Basenbau-Ding reinzugehen. Bitte. Und man kann eben direkt, wenn man Bock darauf hat, ne, auch da kommen wir wieder zu diesem Thema, man macht aus dem Spiel, was man eigentlich möchte. Man hat relativ früh die Möglichkeit, eine Basis zu haben und die auch zu erweitern. Ne? Also man kann jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte mich jetzt komplett darauf versteifen, meine Basis auszubauen, habe ich diese Möglichkeit schon relativ früh. Ich müsste dann natürlich schauen, dass ich eben mich darauf fokussiere, musste eben bestimmte Dinge tun, damit ich zum Beispiel eine Basis erweitern kann. Wir haben jetzt hier diese Grundbasis, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich habe jetzt hier eine Energiezellenproduktion angebaut, da brauche ich halt Material, das muss hierher geschafft werden. Ich brauche ein Konstruktionsschiff, was ich entweder beauftragen muss oder was ich mir entweder kaufen muss, was diese Sachen dann baut. Und dann kann ich mich aber schon relativ früh damit beschäftigen. Und das ist eigentlich genau das, was du auch vorhin gesagt hattest, Bernd, was ich so gut finde an der X-Serie ist, von Anfang an steht einem eigentlich relativ viel zur Verfügung. Ihr gebt den Spielenden eigentlich schon relativ früh alle Tools an die Hand, damit sie das machen können, worauf sie selbst Bock haben. Die bekommen schon relativ früh Einstiegsmissionen in längere Geschichten. Ihr bekommt relativ früh verschiedene Schiffe geschenkt teilweise auch, um Dinge mal zu machen. Man bekommt die Basis, man kann da relativ viel tun. Das finde ich persönlich sehr, sehr gut, weil es einfach mich als Spieler dazu empowert, Dinge zu tun, auf die ich Bock habe und nicht erst, ich muss jetzt 100 Stunden grinden, bis ich meine Basis habe und dann fängt für mich erst das coole Spiel an, weil ich Basen bauen möchte. Mhm. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Entscheidung, ja. Genau, und diese Basis ist quasi also ein Aspekt so eine Art dabei. Entschuldigung. Dieser ganze Aufbauaspekt zum Beispiel, das ist ja ganz interessant, da auch zu zeigen, dass das natürlich jetzt kein Unterschied ist zum Beispiel dazu, was die NPCs machen. Also wenn all diese Völker im Universum genau auch dieselben Module bauen wollen, also zum Beispiel diese Solarkraftwerkspanel, die du da gerade gezeigt hast, die du da möchtest, dann brauchen die genau die gleichen Rohstoffe. Du konkurrierst also auf dem genau gleichen Level und die bauen auf die genau gleiche Art auch ihre Stationen auf. Und bist da also gar keine Ausnahme. Alles, was da in der Simulation für die NPCs abläuft, läuft genauso auch für den Spieler ab. Es ist auch gleichzeitig ein bisschen unser Fluch, also was du ja gerade geschildert hast. Dass natürlich, wenn wir von vornherein dem Spieler so viele Möglichkeiten geben, dass natürlich dadurch das sehr schwierig wird, das Spiel einsteigerfreundlich zu machen. Wir kämpfen da immer mit. Der Spieler hat halt am Anfang sehr viele Möglichkeiten, weil das so ein bisschen die Philosophie des Ganzen ist. Du sollst nicht irgendwie aufgehalten werden und gezwungen werden, auf eine bestimmte Art zu spielen. Das Spiel soll für sehr unterschiedliche Spielertypen da sein und jeden im Grunde glücklich machen, aber das ist natürlich, steht ein bisschen im Widerspruch dazu, dass man das Spiel halt sehr, sehr geführt macht und dem Spieler alles schön einfach macht. Also das ist manchmal nicht der Fall. Manchmal ist es halt etwas erschreckend, wenn man dann zu viele Möglichkeiten schon sehr früh hat. Das ist immer so die Gratwanderung, die wir versuchen müssen.
Ja, das stelle ich mir mega schwer vor. Ich meine, aber dafür gibt es ja die unterschiedlichen Startmöglichkeiten. Das werde ich nachher noch zeigen. Man kann quasi in verschiedenen Punkten das Spiel starten, wobei mit verschiedenen Szenarien, sagen wir es mal so. Und ich habe zum Beispiel angefangen, viel X4 zu spielen, als die Erweiterung mit den Terranern dazu kam. Und dann hat man halt tatsächlich am Anfang eher eine Geschichte, die schon eher darauf fokussiert ist, dass man erstmal mit einem einzelnen Raumschiff unterwegs ist und teilweise so Kampfmissionen macht und so ein bisschen mehr in die Richtung geht. Das finde ich zum Beispiel sehr gut. Wohingegen ich jetzt hier angefangen habe mit einem Startpunkt, der eher auf Handel basiert ist, wo man tatsächlich eher mit einem Handelsschiff anfängt und da schon ein bisschen Startkapital hat. Und so kann man sich auch, das finde ich halt ganz gut, man kann sich so ein bisschen den eigenen Start und das, was man möchte, auf den Leib schneidern, ein Stück weit, indem man eben unterschiedliche Startszenarien auswählt, sag ich mal. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig von vornherein dem Spieler mit der kurzen Beschreibung, die man bei diesen Game Starts sieht, halt klar zu machen, welcher jetzt für ihn der optimale ist. Aber du hast das genau richtig gesagt. Ja, es gibt halt sehr unterschiedliche Game Starts und die nicht jetzt, wo man nicht sagen kann, es gibt irgendwie Schwierigkeitsgrade. Nicht, der eine ist nicht einfacher als der andere oder so, weil alle schalten letztlich dasselbe Universum frei, was zumindest im Moment des Starts des Spiels das gleiche Universum wäre, aber wie ich eben schon sagte, sich dann natürlich total unterschiedlich entwickeln kann. Ja. Und aber deine Betrachtung, wo du bist, was du für ein Schiff hast, was du für eine Figur spielst, welche Mission dir am Anfang zur Verfügung steht, das kann halt radikal unterschiedlich sein und macht dann auch einen ganz anderen Eindruck. Und dementsprechend kann ich auch nur immer raten, wenn man jetzt vielleicht mal festhängt oder wenn man auch einfach mal wieder eine Weile lang nicht gespielt hat, auch mal in Erwägung zu ziehen, einfach mal neu anzufangen. Weil dann erlebt man das Spiel wieder ganz neu anders. Und das ist etwas, was manchmal gerade diese Hardcore-Simulationsfans, von denen du eben gesprochen hast, gar nicht in Erwägung ziehen, weil sie halt schon 100 Stunden reingesteckt haben und das jetzt halt so auf so einem Mikro-Level alles an Managen sind. Aber wir generell als Designer möchten eigentlich, dass wir das Spiel auf jeden Fall auch motiviert, nochmal von vorne anzufangen und diese, den Anfang auch neu zu erleben, weil es ist irgendwie schon auch der Weg hin zu diesem Reichtum und zu der Macht, die man dann später hat, ist eigentlich das Schöne und nicht nur, dass man da ist. Ja. Ich kann noch mal kurz zeigen, was ich jetzt mittlerweile schon erspielt habe. Ich habe schon eine kleine Flotte von kleineren Schiffen, die mir so ein bisschen Einkommen verschaffen. Ich habe zum Beispiel einen Gasminer, der also dabei ist, hier in einem der Sektoren in stiller Zeuge, dem Sektor Wasserstoff zu sammeln. Und der ist tatsächlich auch gerade schon voll. Das heißt, ich kann den jetzt einmal zurückschicken, um hier mit dieser Station zu handeln und Wasserstoff zu verkaufen. Das bringt mir immer so ein bisschen so 100.000 Credits, was schon mal nicht schlecht ist, finde ich, für den Anfang. Und damit habe ich mir jetzt so ein bisschen schon mal so eine kleine Flotte eben schon erbaut. Es gibt auch zwei Minenschiffe, die gerade dabei sind, Erz abzubauen. Das hier ist gerade dabei, das ist auch schon zur Hälfte gefüllt. Das andere braucht noch ein bisschen. Die suchen quasi dann auch selbstständig nach Ressourcen, wenn man die vorher durch zum Beispiel Ressourcensonden gefunden hat. Hier ist zum Beispiel, habe ich jetzt eine aufgestellt. Und hier könnte ich jetzt Erz, Silizium oder Eis sammeln. Ich glaube, der sammelt sogar Silizium hier, der eine Miner, den habe ich gerade erst hingeschickt. Und ich habe ein Handelsschiff, womit ich quasi, dass ich quasi selbst hin und her schicken kann, um Dinge einzukaufen und irgendwo wieder verkaufen zu können. Also damit habe ich jetzt mir gerade so ein bisschen ein kleines Vermögen zumindest angespart. Eigentlich war mein Ziel jetzt gerade, ein Konstruktionsschiff zu kaufen, um damit dann eben meine Base weiter zu erweitern. Das würde jetzt aber, glaube ich, heute hier im Rahmen dieses Let's Plays ein bisschen zu weit führen. Wollen wir mal in eine kleine Mission reingucken? Ich bin gerade auf unserer Hauptbasis. Du musst übrigens gar nicht selber dieses Schiff kaufen, nur als, als Erinnerung. Also ein Konstruktionsschiff kann man einfach anheuern. Also so, wenn du baust, du warst ja eben schon in dem Menü mit den Energiezellen. Das Einzige, was du kaufen musst, ist das Material, um diese Energiezellen zu bauen. Das sind so Hull-Plating, ich weiß jetzt nicht die deutschen Namen dafür genau, aber es sind zwei, drei Rohstoffe, die man halt ranschaffen muss, um das zu bauen. Das eigentliche Bauen führt dann dieses Konstruktionsschiff durch. Die kann man auch selber besitzen, aber im Regelfall würde der Spieler die nur mieten. Und das kostet dann nur so eine Einmalzahlung, die ist nicht sehr hoch. Also das kannst du dir ganz sicher schon leisten. Und das andere, was ich gerade noch erwähnen wollte, wenn du solche Sachen zeigst, hast du schon die Livestream-Kamera entdeckt? Nee, ich habe die schon entdeckt, genau.
So, das ist die Livestream-Ansicht. Das zeigt dir dann dein eigenes Universum. Das schaltet jetzt zwischen den verschiedenen Schiffen von dir hin und her. Also du kannst da verschiedene Streams freischalten und du heißt ja jetzt hier Val Selden. Mhm. Das ist jetzt halt dein Name. Und deswegen schaltet dieser Kanal jetzt nur zwischen deinen Dingen hin und her. Und du kannst da dann noch die Reichweite verändern und dementsprechend Schiffe in einem Sektor nur anschauen oder eben über das ganze Universum hinweg. Aber der würde der dann im Grunde die ganze Zeit nur verschiedene Kameraperspektiven zeigen, sodass du sehen kannst, was in deinem Universum gerade passiert. Das finde ich super gut, weil tatsächlich ist es halt so, man kann ja nicht, wenn jetzt zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt hier mein Minenschiff habe, was jetzt gerade dabei ist, seine Sachen zu verkaufen, kann ich ja das nicht die ganze Zeit irgendwie mir ansehen oder einfach da hinspringen. Ja. Da finde ich das super, weil jetzt können wir uns hier nämlich genau betrachten, wie jetzt hier mein Anfängerpilot gerade versucht, an der Station anzudocken. Meine Güte, was macht er denn? Was ein Anfänger. Oh Gott, was ein Anfänger. Okay. Genau, die Captains, die man sich anheuert, die sind natürlich auch, die steigen auch Ränge auf. Das heißt, je besser die sein sollen, desto teurer sind sie natürlich. Ich habe mir jetzt einen absoluten Vollidioten hier angelacht, weil ich noch nicht so viel Geld hatte. Der ist, glaube ich, maximal einen Stern hat der aktuell noch in seiner Fähigkeit. Deswegen kann es mal passieren, dass der so nicht so gut ist beim Landen, sagen wir es mal so. Aber das ist eine sehr gute Funktion. Ich gerade versucht, da zu landen. Ich glaube, dass der einfach nur auf dem Weg zu dem Tor ist und das war einfach ein Hindernis. Der ist gerade drumherum gebounced. Das soll er natürlich trotzdem nicht tun. Aber. Stimmt, der hat nämlich schon verkauft. Das sieht man jetzt hier unten. Mhm. Der ist quasi nicht mehr gefüllt. Der hat seine Sachen schon verkauft und macht sich jetzt wieder auf den Weg, nach Wasserstoff zu suchen. Das ist quasi seine Standardaufgabe. Genau. Habt ihr Lust, wollen wir mal in eine kleine Mission reingucken? Ja, finde ich sehr gut. Knüpft auch an eine Chatfrage an, wo genau danach gefragt wird, ob es einen roten Faden gibt. Das haben wir schon beantwortet. Mhm. Aber jetzt sehen wir auch mal ein bisschen, wie das dann aussehen würde. Von daher würde ich das sehr gerne den Leuten zeigen. Genau, dazu, da kann ich vielleicht ein bisschen Kontext liefern. Wir haben hier diese Basis bekommen. Auf der Basis gibt es einen Forscher. Ich glaube, es ist sogar ein Baronenforscher, wenn mich nicht alles täuscht. Der oder die beziehungsweise mir eben die Aufgabe gegeben hat, hier die Sachen hier zu verwalten. Und die hat jetzt ein Schiff entdeckt in dem System, in dem auch unsere Basis ist, was seltsame Impulse von sich gibt, beziehungsweise seltsame Signale abgibt. Und ich werde jetzt dazu beauftragt, mir dieses Schiff einmal genauer anzugucken und mal zu gucken, was dieses Ding denn überhaupt tut. Und da mache ich mich jetzt mal auf die Suche nach diesem Schiff. Ich kann, glaube ich, auch einfach mal nach dem scannen, wenn ich alles drin ist. Ausgeschaltet. Das ist jetzt eine der größeren Missionen. Das sind halt dann wirklich Geschichten, die erzählt werden. Und das ist jetzt einer der Einstiege. Du hast ja eben schon erwähnt, dass du auch mal einen Game Start angefangen hast bei den Terranern. Genau. Und es ist halt so, es gibt halt Geschichten, die wirklich ansetzen mit einem neuen Game Start. Aber wir versuchen das immer so zu entwickeln, dass du eigentlich den Kern der längeren Geschichten, die also durchaus auch 20, 30 Stunden Spielzeit erfordern können, von jedem Game Start aus spielen kannst. Jetzt hast du hier zum Beispiel, spielst du ja gerade mit einem boronischen Schiff, bist also jetzt aus einer anderen Ecke des Universums gestartet. Aber du wirst trotzdem diese gleiche Story, die du schon mal gespielt hast bei den Terranern, auch von da aus spielen können. Es kann nur sein, dass du dazu erstmal deine Reputation bei den Terranern verbessern musst, dass du erstmal die richtigen Sektoren finden musst, also ein paar Voraussetzungen erfüllen musst, die du normalerweise bei dem entsprechenden GameStart dann nicht gebraucht hättest. Genau. Und das hier ist eine so eine Brücke. Und auch wenn man quasi jetzt schon 300 Stunden investiert hat, das neue DLC kommt, man lädt sich das runter, bekommt man quasi dann diese Mission, um sich dann diesen neuen Content einfach anzusehen, ne? Also wie gesagt, das ist eine so eine Brücke hier. Mhm. Der Weg zu diesen Missionen, der wäre anders, wenn du den Game Start angefangen hättest. Verstehe, aber ab dem Punkt kannst du dann der gleichen Geschichte folgen. Ich würde sagen, wir fangen die einfach mal an. Weil meine Aufgabe ist es ja jetzt irgendwie zu gucken, was mit diesem Schiff ist. Deswegen frage ich dir einfach mal, was abgeht. Grüße, ich bin Dr. Rick Feynman, leitender Wissenschaftler der Oberth und verantwortlich für das Projekt Genesis. Unser Forschungsschiff beobachtet derzeit Anomalien und gravitative Scherkräfte in dieser Region. Okay. Oh, das ist nur ein Teil unserer gravitativen Studien. Im Moment ist es nur eine Masse von Daten von unseren Sensoren. Aber wir werden unsere Forschung veröffentlichen, sobald sie abgeschlossen ist. Sonst noch was? Wie lange wird das dauern? Derzeit fehlen uns Antimateriezellen, um unsere Beobachtungen zu vervollständigen. Wenn Sie eine Lieferung an dieses Schiff organisieren können, würde das unseren Zeitplan erheblich voranbringen. Aber das ist natürlich gar kein Problem. So, die Person möchte also 10 Antimateriezellen haben, damit sie abhauen. Das kann ich natürlich organisieren. Da weißt du jetzt schon, wo du die bekommst. Das suchen wir uns jetzt einfach mal. Genau, die können wir mit Sicherheit irgendwo kaufen.
Ich habe hier schon gesehen. So, Antimaterie. Vielleicht glaube, die Mission hilft dir auch, wenn du sie noch nicht gefunden hast. Ja, aber ich glaube, ich habe es hier schon. Warte. Ja. Liefere 10 Einheiten. Es gibt halt tatsächlich einige Waren, wie zum Beispiel Antimateriezellen. Das sind jetzt nicht sehr häufige Waren. Du hast, ich glaube, im Spiel gibt es so 20 bis 30 verschiedene Waren. Einige davon sind so häufig, dass du sie in jedem Sektor finden wirst. Antimateriezellen sind selten. Mhm. Dementsprechend musst du da dann schon eine Weile fliegen, um sie zu finden. Dafür werden sie aber auch in viel geringeren Mengen transportiert. Das heißt, du brauchst kein riesiges Schiff, um sie zu transportieren. Die Energiezellen, die du da gerade zum Beispiel eben herstellen wolltest, wenn du die transportierst, ja, dann hast du normalerweise Schiffe, die darauf spezialisiert sind. Das sind dann große Transporter, mit denen sich das dann meistens lohnt. Genau, wir haben hier tatsächlich schon ein Objekt, genau, nur damit ich es richtig verstehe, Warenverkauf bedeutet immer, dass sie dann verkauft werden. Ne? Genau, hier ist nämlich eine Antimaterienzelle Fertigung von den Argonen, die sich hier in diesem Sektor befindet. Ja. Das heißt, ich kann jetzt da einfach ein Schiff hinschicken, was 10 Antimateriezellen einkauft und was sie dann dahin liefert. Zum Glück habe ich ja mein wundervolles kleines Handelsschiff, was ich da einfach direkt hinschicken kann und was sich darum kümmert. So, zack. Ja. Ich hätte gerne Antimateriezellen. 10 Stück brauchen wir. Ja, nicht so viele. Wollen Sie ja nicht übertreiben. Na, das ist zu viel. Genau. So, das fliegt jetzt da selbstständig hin. Kauft die Antimateriezellen. Praktisch. Und dann kann ich es quasi losschicken, es hier hinzubringen, um hier das Schiff zu beliefern. Ja, so genau. Sind im Grunde die Missionen immer sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Phase der Entwicklung der Spieler gerade hat. Also diese Mission, die wäre wahrscheinlich typischer, so, dass der Spieler es selber macht, weil er noch gar nicht so viele Schiffe hat, wie du es jetzt hier in der Situation hast. Du hast jetzt schon offensichtlich ein bisschen frei gespielt und deswegen kannst du das halt machen. Und das genau so läuft das eigentlich immer ab. Das macht natürlich auch jetzt die Entwicklung von Geschichten und Storys in diesem Universum etwas schwieriger als jetzt in einem anderen Spiel, wo man mehr Kontrolle darüber hat. Aber das ist halt auch gleichzeitig dann die Stärke. Man schaut halt, dass alles immer mit sehr unterschiedlichen Lösungen gemacht werden kann. Also der Spieler selbst dann noch eine Herausforderung hat, wenn er jetzt sein Safe Game benutzt, indem er schon hunderte Schiffe und ganze Flotten besitzt. Und dann gibt es halt immer wieder auch Aufgaben, die man persönlich machen muss und Aufgaben, die man nur mit einem kleinen Action-Teil dann selber lösen kann. Also es ist immer so eine Mischung. Aber das ist natürlich vollkommen recht, ich mache das einfach selbst. Weil wir wollen ja auch ein bisschen was sehen vom Universum, dann kann ich auch ein bisschen rumfliegen, den Leuten mal ein bisschen zeigen, was man so sieht. Ah. Bevor ich jetzt hier in irgendwelchen Menüs rumhänge und meine Lakaien das machen lasse, mache ich es einfach selbst. Aber schön kurze zu sehen, Sprung, ne? Dass es schon mal diese beiden Wege genau. dafür gibt. Es gibt quasi beide Möglichkeiten. Ich hätte das jetzt auch einfach mit meinem Transportschiff quasi machen können, aber genau, du hast ja selbst gesagt, dass wir brauchen ja nicht so viele. In mein großes Transportschiff haben irgendwie über 500 Stück reingepasst. Wenn wir nur 10 brauchen, kann ich es auch selbst abholen. Der Chef fährt das einzige Nachteil ist, dass das das Transportschiff braucht natürlich etwas länger, weil es so ein großes ist. Du kannst aber ja auch kleine Schiffe rumkommandieren, also das ist da gar kein Nachteil. Und ich würde auch Handelsmissionen lasse ich auch immer sehr gerne andere Schiffe machen, während ich wie ich jetzt persönlich spiele, das ist sehr oft, dass ich mir ein möglichst schnelles Schiff besorge, das ich dann auch ein bisschen hochrüsten kann. Und Scout, am Anfang, die sind auch gar nicht so teuer. Die sind dann ideal, um so Exploration zu betreiben, Entdeckung. Du fliegst rum, du findest Dinge, du suchst neue Missionen, du löst die Aufgaben, die manuellen Aufgaben. Da gibt es ja auch sehr viele Dinge, die du zum Beispiel auch nur im Raumanzug lösen kannst. Ich weiß nicht, ob du solche Missionen schon gespielt hast, wo du dann wirklich aussteigst und dann ein Schiff reparieren musst oder in den Asteroiden ins Innere reinfliegen musst, solche Sachen. Aber du kommst natürlich mit einem Scoutschiff sehr viel schneller dahin, als wenn du jetzt selber das Handelsschiff fliegen würdest, mit dem du dann parallel vielleicht zum Beispiel hier solche Energiezellen holen lässt. Also jetzt dürfte ich hier gerade so ein bisschen auf dieser Autobahn, glaube ich, entlang. Nee, das ist gerade nur, du hattest den Autopilot. Achso, genau. Ja, der sucht jetzt gerade einen Zugang. Der fliegt gerade nur auf einem Weg zu einem Highway hin. Du warst nicht beim Highway. Richtig, das sah nur so aus, weil ich gerade gesprungen bin. Ja. Ja, der Effekt, den du da gerade gesehen hast, dass das Schiff so driftet, das kannst du auch manuell selber machen, indem du wie heißt das jetzt wieder? Diese Stabilisation quasi ausschaltest, ne? Das genau. Genau, es gibt eine Computerunterstützung, die
Weise dazu dient, dass dein Schiff sich ein bisschen so verhält wie ein Flugzeug und nicht wie ein wirkliches Raumschiff. Das heißt, du kannst bei hoher Geschwindigkeit nicht einfach dein Schiff drehen. Aber eigentlich ist es im Weltraum natürlich möglich. Du kannst mit hoher Geschwindigkeit in eine Richtung fliegen und dann dein Schiff 180 Grad drehen und rückwärts mit der gleichen Geschwindigkeit weiterfliegen. Wir nennen das newtonisches Flugmodell. Und du kannst das jederzeit umschalten. Du kannst also einfach mit, ich glaube, Control Space ist dafür. Ja, die Tastatur, das Tastatur gucken muss. Und dann kannst du auch zum Beispiel zur Seite gucken und dein Schiff wirklich drehen und dann zum Beispiel in einem Kampf, wenn du an einem Capital Ship vorbeifliegst, dann sozusagen seitlich schießen. Also mit dem Schiff, das jetzt vorne seine Waffen hat. Ja, ohne, dass du dafür Turrets brauchst. Im Prinzip ermöglicht das ja erst die richtig coolen Dogfights, wenn so zwei Schiffe immer wieder aneinander vorbeidriften, musst du dich ja eigentlich entgegen deiner Flugrichtung drehen können. Das fand ich sehr angenehm, dass es auch sehr früh schon im Tutorial sehr gut erklärt wird, wie das geht. Das braucht einfach ein Space-Spiel, weil natürlich möchte man manchmal die Einfachheit einer Flugzeugsteuerung erleben, aber eigentlich will man ja auch die Vorteile des Weltraums irgendwie spüren können. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Ja, kommt sehr auf den Schiffstyp an. Also bei kleinen, sehr wendigen Schiffen braucht man das nicht unbedingt, würde ich sagen. Aber je mehr du dich... Es gibt so viele unterschiedliche Schiffstypen in unserem Spiel. Also ich sag mal, in dieser Phase, in der du dich hier befindest, so mittel... In der Mitte wirtschaftlich. Also du hast noch nicht wirklich jetzt so das fortgeschrittene wirtschaftliche Gameplay freigeschaltet. Du hast jetzt noch kein großes Imperium, aber du bist jetzt schon jenseits des unmittelbaren Anfangs, wo er jetzt mit einem Schiff loslegst. Und in der Phase bemüht sich meistens der Spieler dann schon so M-Schiffe zu bekommen, also die Corvette oder so etwas, also Schiffe, wo du dann schon ein bisschen mehr Firepower installieren kannst. Die haben dann oft gerne auch mal ein Turret nach hinten oben drauf, das seitlich feuern kann. Dann brauchst du dich also auch nicht unbedingt in die Richtung drehen, in die du schießt. Die würden alleine auf Ziele feuern können. Aber du kannst dann zum Beispiel ein kleines Scout-Schiff zum Teil auch auf das M-Schiff docken lassen, sodass du selber hin und her gehst. Also das ist auch eine Möglichkeit. Auch das, also wenn man das Geld dafür hat, diese Schiffe sind nicht ganz billig, aber sind in dieser Phase des Spiels eigentlich sehr schön. Und natürlich bist du dann auch in einem Kampf besser gewappnet. Mhm. Wir haben gerade gesehen, wie du jetzt die 10 Einheiten Antimaterie-Kapseln, wie hießen die? Antimaterie-Zellen. Zellen, genau. Gekauft hast. Jetzt hat mich gerade, weil du es erwähnt hast, es gibt sehr viele Schiffstypen, kannst du eine ganz grobe Zahl denn, damit man sich vorstellen kann, ob das eher 20 sind oder eher 100? Wenn du alle DLCs hast, also es ist ja so, dass jedes Volk einen kompletten Satz von allen Funktionen hat, also alle Arten von Mining-Schiffen, was schon mal 5, 6, 7 verschiedene sind. Also es gibt große Mining-Schiffe immer, also Capital Ships, die also wirklich große sehr viel mehr Frachtraum haben und große Mining-Turrets zum Beispiel auch haben, um Asteroiden zu zerlegen und die dann auch gerne mal eine Viertelstunde brauchen, bis sie komplett gefüllt sind. Und es gibt kleine Mining-Schiffe, mit denen man wir kategorisieren das ganz grob immer in diese Klassen S, M, L und XL. Was du da gerade hast, ist ein S-Schiff. Das ist so die kleinste Größe. Und diese Größenkategorien bezeichnen vor allen Dingen die Docks, weil du siehst es auch auf den Stationen, wenn du andockst. Es gibt da jetzt S-Docks und M-Docks. Das sind im Grunde einfach nur größere Plattformen. Und ein S-Schiff passt schon auf ein M-Schiff drauf. Also es gibt M-Schiffe, die Docks haben. Nicht alle haben Docks, aber dann kannst du halt, wie gesagt, das kleine, schnelle Scout-Schiff oben nochmal auf dein M-Schiff parken und dann sozusagen als kleines Tochterschiff mitnehmen, um dann mal schnell eine Mission zu spielen. Und L-Schiffe sind dann schon große, ordentliche Transporter. Die können dann wesentlich größere Mengen transportieren. Und bei Mining speziell gibt es davon von jeder Kategorie, also von großen L-Schiffen für Erzmining, für Gasmining jeweils eines. Dann gibt es die in kleiner. Das multipliziert sich dann halt hoch mit der Anzahl der Völker. Im Basisspiel haben wir die Teladi, wir haben die Paraniden, wir haben die Argonen. Das sind also schon mal drei, mit denen du das multiplizieren darfst. Dann haben wir in den Erweiterungen die Split, wir haben die Terraner, wir haben die Boronen jetzt in der neuesten Erweiterung. Das heißt, und dann kommen natürlich Gegnervölker dazu, deren Schiffe man nicht unbedingt alle selber fliegen kann. Auch da wieder, je nachdem, in welcher Erweiterung wir sind und jeder. Einige Schiffe sind im Übrigen auch kostenlos in den späteren Upgrades hinzugefügt worden. Das soll jetzt nicht so klingen, als wenn man dafür immer die DLCs kaufen muss. Also wir haben
inzwischen auch sehr viele Schiffe in den kostenlosen Upgrades hinzugefügt und auch wieder grafisch aufgepeppt. Aber ja, es sind sicherlich weit über 100. Ich weiß nicht, wie viele es jetzt aktuell genau sind. Ja, wenn man das schon nicht mehr weiß, dann spricht das für die schiere Menge meiner Meinung nach. Ich wette, der Chat hat fleißig mitmultipliziert. Das kann man sich ja eben ganz gut ausrechnen. Was sehen wir inzwischen? Wir sind jetzt wieder zurückgereist. Wie weit sind wir noch vom Ziel entfernt? Genau, wir sind jetzt noch entfernt. 183 Kilometer. Es geht aber gleich relativ schnell. Der Autopilot gibt hier ordentlich Gas, sodass wir gleich wieder bei dem Raumschiff, wo wir gerade waren, ankommen und dort gleich die Antimateriezellen abliefern können, damit wir diesen Schritt des Ganzen quasi überstanden haben. Du hattest vorhin auch erwähnt, Bernd, dass man natürlich auch, wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt nicht hier friedlich irgendwelche Sachen hin und her schieben, so wie ich es mache, ich bin ein grundsätzlich friedliebender Typ, es gibt natürlich auch andere Leute da draußen, kann man natürlich auch sich Piraterie betreiben und so weiter. Und man kann ja sogar, du hattest es vorhin kurz erwähnt, halt aussteigen aus dem Raumschiff und in Raumanzug unterwegs sein, um zum Beispiel auch feindliche Schiffe zu entern, beziehungsweise Schiffe, die zum Beispiel verlassen worden sind, dann zu übernehmen und so an neue Raumschiffe zu kommen, ohne unbedingt einen Kauf durchführen zu müssen, richtig? Ja, klar. Es gibt Boarding in jeder Form. Also man kann kleine Schiffe im Kampf übernehmen manchmal. Also du kannst im Kampf das Glück haben, dass, wenn du jetzt also so Dogfight betreibst, One-on-One, dass der Pilot des gegnerischen Schiffs einfach aussteigt. Das ist ein bisschen Glück. Man kann dieses Glück auch ein wenig beeinflussen, je nachdem, wie man kämpft. Und was man sonst noch benutzt an Hilfsmitteln, sag ich mal. Aber das wäre dann die Möglichkeit, ein gegnerisches Schiff im Kampf direkt zu übernehmen. Dann gibt es das Boarding. Das ist im Grunde das Gleiche für sehr große Schiffe, L- und XL-Schiffe, wo man dann schon Truppen braucht, also Marines, die man trainieren kann, die man bei denen man dann erst die Verteidigungsanlagen ausschalten muss. Also das ist alles dann schon etwas schwieriger, braucht etwas mehr Zeit und soll natürlich auch schwierig sein, weil damit bekommst du dann auch Schiffe, die vom Material und vom Wert dann eher schon wie eine kleine Station sein können oder sogar größere Station, je nachdem. Aber alles kann man selber auch im Kampf bekommen, ja. So, ich liefere jetzt hier die 10 Antimateriezellen ab, bevor ich das mache. Muss ich die verkaufen oder muss ich sie abgeben? Du kannst sie hier übergeben. Du kannst sie hier übergeben, wie du es gerade gemacht hast. Okay, also überhandeln einfach. Okay, alles klar. Ja. Also ich wollte jetzt nicht die Dinger verkaufen und dann wieder, nee, Moment mal. Nein. Okay, perfekt. Nein. Das ist ja sowieso hier keine normale Handelsstation. Das ist ja ein spezielles Schiff, dem du das hier gerade gibst. Also das aber das würde immer gehen. Also das ist schon okay. Perfekt, dann haben wir das jetzt gemacht und ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich noch ein bisschen weiterspielen und ein bisschen tiefer einsteigen ins X4-Universum, machen wir eine klitzekleine Pause und sind dann gleich wieder da mit Valentin und Bernd Lehan. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück im X4-Universum mit dem fantastischen Valentin. Und dem Steffen. Und natürlich mit einem der Schöpfer dieses Universums, in dem wir uns gerade befinden, Bernd Lehan von Egosoft. Schön, dass du immer noch dabei bist, Bernd. Wir haben jetzt so ganz an der Oberfläche gekratzt. Wirklich ganz, ganz oben sind wir noch. Sind gerade noch in einer kleinen Mission. Ich habe jetzt aus Versehen den nächsten Step schon erweitert. Die nächste Richtung, die wir jetzt einschlagen müssen, ist, dass wir an drei verschiedenen Punkten in diesem System, in dem wir sind, Schiffe postieren müssen, damit dieses Schiff hier, dieser Forscher, einen Scan durchführen kann, damit sie endlich hier abhauen und uns nicht weiter nerven. Und das mache ich jetzt weiter, aber du hattest gerade schon gesagt, Valentin, es gibt auch noch einige Fragen im Chat, die wir vielleicht beantworten. Das stimmt, die kann ich währenddessen gerne mal stellen. Du kannst ja immer vielleicht kurz unterbrechen oder so, wenn es gerade was Wichtiges gibt, was nur in diesem Moment. Genau, ich schicke jetzt hier einfach mal ein paar Schiffe hin, damit wir Bescheid wissen. Oh, das ist was. Glaube ich, gefährlich, was du da vorhast, da Schiffe hinzuschicken. Wenn das die Mission ist, die ich denke, die es ist, sag mal gerade den Sektor, dann ist das da eine Dangerous Region. Da dieses Rote, was du da siehst, da kannst du dann, das solltest du wahrscheinlich selber machen, weil wenn du da durchfliegst, wirst du merken, dass das möglicherweise tödlich ist. Ich bin mir nicht sicher, welche Mission das gerade ist, die du da. Ist das die Weiterführung dessen, was wir gerade eben gesehen haben? Ja, genau, das ist die Weiterführung. Genau. Ah, nee, dann vergiss es. Dann ist es was anderes. Okay, gut. Dachte, weil du auch gleichzeitig dabei bist, zu den Boronen zu kommen. Ja. Na, es gibt sowas ähnlich Aussehendes bei den Boronen. Du hast ja eben auch erwähnt, dass du da noch den Weg noch nicht freigeschaltet hast rüber zu den
zu dem Kernuniversum und da gibt es eine Mission, da musst du sowas Ähnliches machen, Bojen abwerfen, aber in einer Dangerous Region, in gefährlichen Nebel und wenn du da einfach Schiffe hinschickst, dann werden die explodieren. Das ist, das muss man dann schon selber machen. Das wollen wir nicht. Danke für den Hinweis. Ja, perfekt, dann mache ich das gleich mal. Sehr gut. Ja, nee, alles gut. Du begibst dich auf den Weg dahin. Ja, vor einer Zeit hat schon Szenario gefragt, also eine Frage zu der Story und eben auch der Inspiration. Habt ihr euch bei der Story oder den Charakteren eigentlich vom echten Leben inspirieren lassen? Also ist irgendein NPC, zum Beispiel ein Mitarbeiter, nach einem Mitarbeiter benannt oder vielleicht von einem Mitarbeiter vertont? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, in der Tat. Also es gibt da einen sehr guten Mitarbeiter, der den eben schon mal erwähnten Boronen, der auf der Headquarters-Station, auf der er gerade gestartet ist, vertont. Das ist Autopilot ausgeschaltet. Und von einem unserer das ist die totale Ausnahme, weil man muss ja schon auch das zu sprechen. Erstens ist es ein Jetzt haben wir gerade so ein bisschen Verbindungsschwierigkeiten. Schauspielerisches Talent. Genau, wir haben gerade ein bisschen Verbindungsprobleme mit dir gehabt. Genau, wenn es jetzt besser ist, vielleicht wiederholst du nochmal genau die letzte Minute, was du gerade gesagt hast. Genau. Das wäre super nett. Okay. Ich hoffe, ich habe hier nichts im Hintergrund laufen, was irgendwie Bandbreite bei meiner Internetverbindung zieht. Ich habe gerade erwähnt, dass das tatsächlich so ist, dass wir einen Mitarbeiter haben, der diesen Boronen spricht, den du eben mal kurz erwähnt hast, Bosotar. Das ist der auf dem Hauptquartier, auf der Headquarters-Station sitzende Wissenschaftler, der dir oft hilft bei Forschung, auch vor allen Dingen, wenn du gleich, ich weiß nicht, ob du das schon freigeschaltet hast, dann die Teleportation freischaltest. Das ist ja ganz wichtig, um sich schnell von Schiff zu Schiff zu bewegen. Das wird dann später kommen. Dieser Borone, der ist einer unserer Mitarbeiter. Das ist aber die totale Ausnahme, weil wir natürlich normalerweise, erstens muss er Native Speaker sein, das ist er, und zweitens ist es auch so ein bisschen schauspielerisches Talent dafür nötig. Und da ist er wirklich der Einzige im Team, sonst würde sich das hier keiner zutrauen. Das verstehe ich. Genau, Teleportationsfähigkeit habe ich noch nicht freigeschaltet, weil ich die Materialien noch nicht zusammengesammelt habe. Weil ich mich viel mehr um meinen eigenen persönlichen Reichtum sehr gesorgt habe. Ja, Prioritäten. Man kann sich entscheiden, was man, wo man die Prio eben draufsetzt. Genau, aber Teleportation würde ich empfehlen. Das ist sehr nützlich. Dann kannst du halt diese Schiffe, du hast ja jetzt schon einige, dann halt auch, wenn du es, das wird in mehreren Stufen freigeschaltet. Man hat dann mehr und mehr Reichweite. Am Anfang ist es nur ein Sektor. Später kann man durchs gesamte Universum teleportieren. Und überall da, wo du dann eigene Schiffe hast, kannst du dann sofort hin. Und dementsprechend, wenn dann zum Beispiel einer deiner Frachter irgendwo überfallen wird, dann kannst du zumindest in den Frachter rein und dich selbst, kannst deinen schlechten Piloten einfach ersetzen. Der steht auf, du setzt dich hin und dann steuerst du und stirbst selber, oder? Das ist tatsächlich sehr hilfreich. Ja. Ich muss jetzt gerade noch für die Mission, damit ihr euch nicht wundert, ein weiteres Schiff hier zu einer dieser Navigationsbarken schicken. Das habe ich auch schon gemacht. Das war nur gerade noch mit der anderen Aufgabe beschäftigt, dieses andere Schiff. Und die musste ich ihm erstmal ausreden, damit er jetzt hier rüber fliegt. Weil ich habe ja dieses Boronenschiff geschenkt bekommen und mein ursprüngliches Schiff, mein Starterschiff quasi, dann einem anderen Captain übergeben. Mhm. Und der ist jetzt gerade auf dem Weg zu uns und nur, dass ihr euch nicht wundert, was ich hier eigentlich treibe währenddessen. Ja, dann gab es noch eine Frage von Zerbi. Der hat eben, ich glaube, das war in dem Moment, wo dein angeheuerter Kapitän da gegen die Station geflogen ist, hat er gefragt, ob und wie man denn die Fähigkeiten dieser Crew verbessern kann. Also geht das überhaupt? Kann man die irgendwie schulen oder muss man sich einfach jemand Besseren besorgen? Ja, man kann die schulen, aber dass sie gegen Stationen fliegen, das ist nicht hat nichts damit zu tun, ob sie gut oder schlecht sind. Also dieser da gerade eben ist ja nur so ein klein wenig am Rand einer Station entlang gebounced. Ja. Und das hat ja im Autopilot-Modus auch, hat das auch alles keine Folgen. Das war nur einfach ein Hindernis auf dem Weg. Wenn die Piloten besser werden, das werden sie von im Grunde ganz alleine, wenn sie lange genug überleben. Also sie sammeln Erfahrung. Je länger sie für dich arbeiten, desto mehr Erfahrung sammeln sie. Es gibt Tätigkeiten, die bringen mehr Erfahrung. Also wenn sie Kämpfe überleben, ist das meistens besonders gut. Es gibt auch ganz besondere Schulungen. Es gibt das sind Objekte, die du kaufen kannst auf Stationen. Wenn du mit den Händlern auf Stationen sprichst, die haben manchmal Schulungen. Damit kann man sofort einen ganzen Level hochspringen. Also die kann man dann jedem seiner Piloten geben und die können dann sofort auf einen von Level 1 zu Level 2 werden, was normalerweise mit normalem Fortschritt wesentlich länger dauern würde. Da gibt es dann wesentlich mehr Abstufungen.
Diese Schulungen werden dann aber schwieriger nach oben hin. Also es geht ja von 1 Stern bis 5 Sterne. 5 Sterne ist das super seltene, super fortgeschrittene. Das ist natürlich eine exponentielle Skala. 5 Sterne wirst du fast nie erreichen mit deinen Leuten. Mhm. Aber du hast eigentlich schon alles freigeschaltet, alles Relevante freigeschaltet mit 2, maximal 3 Sternen. Ah, ja. Einen 2- bis 3-Sterne-Manager kriegt man relativ schnell. Also und das sind, wie gesagt, unterschiedliche Skills. Ein Manager ist zum Beispiel nicht automatisch auch ein guter Pilot. Du kannst Leute als Manager einstellen. Aber das sind alles nur Dinge, die die Tätigkeiten, die sie machen, ein wenig verbessern. Also der Manager könnte eventuell ein bisschen mehr Geld rausschlagen. Der Miner könnte ein bisschen schneller die Erze abbauen. Und manchmal sind es Fähigkeiten, die dann komplett gar nicht freigeschaltet, also die es so gar nicht gibt. Also Kommandos vor allen Dingen. Du hast ja eben immer Kommandos erteilt deinen Schiffen. Es gibt einige automatische Kommandos, also Kommandos, die mehr umfassen als einfach nur ein manuelles Fliege hier hin und mache eine Tätigkeit, sondern eher so etwas wie bleibe in einem Sektor und mine und verkaufe vollautomatisch, Automining. Solche Sachen sind an Skills gebunden. Das heißt, das wird erst freigeschaltet, wenn ein Pilot dann etwas besser ist. Genau, wir haben hier zum Beispiel meinen Gasminer, der halt immer sozusagen, den ich immer wieder losschicken muss, Sachen zu verkaufen, wenn er voll ist. Weil er quasi das noch nicht kann. Und er kann auch, glaube ich, korrigiere mich gerne, Bernd, wenn ich das falsch verstanden habe, er kann zum Beispiel nicht in einem Sektor sammeln, in einen anderen Sektor fliegen, weil es da einen besseren Preis gibt und das da automatisch verkaufen. Das kann er mit nicht dem am Anfang, ersten genau. Anfangs das, gar nicht. Genau. Das ist ein Beispiel dafür. Auch, ja. Auch da würde sich dann die Reichweite erhöhen. Also das sind dann Dinge, die sie dann erstmal, wie gesagt, das Automining wird dann überhaupt erstmal freigeschaltet und es wird danach noch mehr Reichweite bekommen. Also das ist dann so in mehreren Stufen. Dafür lohnt es sich besonders, gute Piloten zu bekommen. Ja. Genau. Ich bin gerade ein, der muss hier mal wieder losfliegen. Der Kollege hier, um mal ein bisschen was aufzubauen. So, was du da gerade bearbeitest, diese Befehlskette, das ist ja auch so eine Queue, nennen wir das, also eine Kette von Sachen. Du kannst also diese kleinen Aufträge, wie fliege hier hin, kaufe etwas ein, fliege dorthin, verkaufe es wieder. Das ist jetzt so die Basis, Mining ist genau sowas, das hast du ja schon gemacht, aber das können auch Aufträge sein wie suche an einer bestimmten Stelle nach einem Objekt oder sammle diesen Container ein, den ich gefunden habe. Genau. Du wirst ja vielleicht schon beim Herumfliegen selber auch Container gesehen haben. Manchmal findet man ja einfach so Objekte beim Entdecken im Weltraum und auch die kann man NPCs aufsammeln lassen. Also es gibt ganz viele von diesen einfachen Kommandos. Und die werden dann immer an dieser Befehlskette hinten angehängt. Dementsprechend kannst du halt dann ein Schiff wirklich wie bei einem RTS auch weiter in die Zukunft kommandieren. Ich weiß nicht, du hast jetzt hier meistens nur immer ein Kommando gegeben, aber man kann halt im Grunde ganz viele hintereinander reihen und dann siehst du halt dann wirklich, wenn du das Schiff aktiv angeklickt hast, siehst du dann die Linien, wo es halt lang fliegt. Also wie bei einem RTS-Spiel wirklich sozusagen die Zukunftskommandos dieses Schiffs. Und gleichzeitig gibt es Verhaltensweisen, das ist dann weiter unten. Eingestellt, genau, bei dem sozusagen, genau. Also bei der ist zum Beispiel so, dieser Wasserstoffminer, den ich hier habe, immer wenn er keine anderen Befehle hat, baut er Wasserstoff ab. Das ist seine Aufgabe. Genau. Ja. Genau. Ja, das sind also dann diese Verhaltensweisen erzeugen sozusagen selber Kommandos. Ja. Aber wenn du ein Kommando manuell erteilst, hat das immer eine höhere Priorität. Also das ist so das Basissystem. Genau, also damit kann man auch super viel machen und nachher natürlich dann auch ganze Flotten durch den Weltraum kommandieren sozusagen. Ja. So, baue ich jetzt, ich glaube, ich brauche noch ein drittes Schiff hier. Dann gucken wir mal, was ich noch frei habe hier, was noch machen kann. Dieses eine da, was gerade angewählt ist, ist auf dem Weg. Genau, das ist schon da. Das ist mein Speer sozusagen, ja. Wenn man so möchte. Dieses links dort ist auch schon da. Das ist mein Schiff, genau. Da bin ich gerade, okay, genau. Ja. Und dann schicken wir noch einmal, ich habe hier, glaube ich, irgendwo einen, genau, dieser Erzmeiner hier, der kriegt es irgendwie nicht so richtig auf die Reihe. Deswegen fliegt der erstmal kurz einfach hier hin, damit wir hier das fertig machen können, weil die Mission ist, wie gesagt, ich muss auf jedem dieser Punkte hier ein Schiff stationiert haben, um diesen Scan durchzuführen. Und genau, und jetzt sehen wir hier auch, der hat jetzt hier die aktuelle Befehl, ist jetzt gerade zu Objekt fliegen. Das macht er jetzt quasi. Er fliegt jetzt quasi hier hin, wo ich ihn hingeschickt habe. Aber normalerweise würde er eben Silizium versuchen abzubauen, wenn er was findet. Okay, und wenn er jetzt damit fertig ist, fliegt er dann direkt automatisch zurück und macht das wieder? Genau, deswegen sage ich jetzt lieber hier Position, Sobald er da ist, musst du ihm sagen, dass er die Position halten soll. Das ist, wollte ich gerade sagen. Das ist sehr wichtig. Ne, Position klar. Halten, bestätigen. So.
Hast du noch eine Frage gerade? Ja, ich schau mal ganz kurz rein. Da war eben. Wir warten jetzt noch auf das dritte Schiff. Das hätte ich natürlich auch vorher checken können, aber ich habe es irgendwie nicht. Ich hab nicht zugehört. Ja, also mir selber ist zum Beispiel auch aufgefallen, weil ich die Schiffssteuerung direkt mit Controller probiert habe, dass das Spiel ja tatsächlich auch eine Controller-Unterstützung hat. Man kann mit dem Stick die Maus steuern, aber es sind auch die ganzen Buttons erstmal soweit belegt. Und das legt ja nahe, dass eine Konsolenportierung durchaus möglich wäre. Wie sehen denn da irgendwelche Pläne aus? Gibt es da welche oder gibt es vielleicht sogar konkrete Gründe, warum nicht? Ja, wir haben im Laufe der Jahre, in denen wir jetzt an den X-Spielen arbeiten, immer mal wieder experimentiert, ob es nicht möglich wäre, das Spiel auch auf Konsole rauszubringen. Und es ist bisher immer daran gescheitert, dass wir halt diese gesamte Wirtschaft auf dem Gerät simulieren müssen. Das ist halt wirklich ein bisschen ungewöhnlich für ein Spiel, dass wir halt nicht nur die ganze Grafik zeichnen müssen und dafür die Grafikkarte überwiegend brauchen, sondern dass wir eben auch eine komplette Wirtschaftskreislauf simulieren müssen. Und dafür braucht man viel Speicher und viel CPU. Mhm. Und da sind die Konsolen nicht unbedingt so dolle für. Also so richtig möglich geworden wäre das jetzt, wenn überhaupt, dann erst mit den allerneuesten Konsolen, also so PlayStation 5. Und ja, das ist, also vielleicht würde es jetzt gehen, aber das ist eigentlich das größere Hindernis. In der Tat haben wir immer schon versucht, das Spiel vollständig mit Gamepad auch spielbar zu machen, weil ich auch selber hier, wo ich jetzt gerade sitze, bin ich an meinem Gaming-PC und der ist gleichzeitig auf der anderen Seite an meinem Fernseher angeschlossen und je nachdem, ob ich jetzt Feierabend habe oder nicht, dann spiele ich halt auch unser eigenes Spiel hier mit Maus und Keyboard und auf der anderen Seite mit dem Gamepad. Ja. Kannst du ungefähr sagen, wie viele Stunden du X4 mittlerweile hast? Oh, jetzt, der wird nur die zeigen, die ich in Steam wirklich verbracht habe. Das sind auch schon mehrere tausend. Ich glaube, irgendwo bei 2000 bin ich jetzt in Steam. Aber das ist nur ein Teil dessen, was ich insgesamt verbrauche. Genau. Wenn ihr jetzt da zu Hause übrigens denkst, Mensch, 2000 Stunden in ein Spiel, das würde ich auch gerne stecken. X4 ist gerade im gesamten Bundle auch bei Steam verfügbar und ist gerade auch reduziert um 50% im Rahmen des Herbstdeals. Und wenn ich richtig verstanden habe, Bernd, wird es aber auch auf anderen Plattformen noch reduziert werden. Aktuell ist es, wie gesagt, aktuell bei Steam gerade reduziert. Wenn ihr da Bock drauf habt, schaut einfach mal rein. Dann könnt ihr selbst mal in das X4-Universum eintauchen mit entweder dem Grundspiel oder direkt allen DLCs mit reingepackt. So günstig wird es lange wahrscheinlich nicht mehr sein. So, mein drittes Schiff ist gleich da. Und dann können wir hier hoffentlich die Mission ein bisschen weiterführen. Mhm. Gut, dass ich schon drei Schiffe hatte. Das ist sehr gut gelaufen, sonst wäre das ja gar nicht so direkt gegangen. Dann hättest du dir erstmal eins anheuern. Ja, wobei das Gute ist, das finde ich auch sehr praktisch tatsächlich. Man kann tatsächlich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich brauche jetzt noch ein neues Schiff, kann ich hier einfach mir einen Raumdock aussuchen und kann aus dem Menü quasi ein Schiff kaufen. Ne? Also ich muss jetzt nicht wieder physisch dorthin fliegen, sondern ich könnte jetzt zum Beispiel hier so einen Gasschürfer, könnte ich mir einfach bestellen, wenn man so möchte. Das finde ich sehr hilfreich. Es dauert natürlich ein bisschen, weil auch das, korrigiere mich auch da gerne wieder, Bernd, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Gasschiff verbauen wollen würde, nehmen wir mal die, keine Ahnung, leichte Standardkonfiguration, dann sieht man ja hier rechts ja auch, was das für Software und so weiter hat und dann, wenn ich es zur Einkaufsliste hinzufüge, braucht es ja auch Teile und teilweise müssen diese Teile, damit das Schiff gebaut wird, ja auch erstmal zu dem Raumdock hingeflogen werden. Das ist sehe ich korrekt. Ne? Also auch da haben wir wieder diese Wirtschaftssimulation, man kauft nicht quasi einfach ein fertiges Schiff, sondern die Sachen werden da hingebracht oder sind vielleicht schon vorhanden und dann wird aus diesen Komponenten das Schiff erst zusammengebaut, oder? Korrekt, ja. Also es wird immer erst gebaut, das Schiff, wenn du es bestellst. Das ist grundsätzlich so. Im Regelfall sollten die meisten Waren da sein. Also die haben eine sehr große Storage, die Werften, und können also kleinere Schiffe normalerweise sofort bauen. Je größer das Schiff wird, desto mehr Waren braucht es natürlich und desto länger kann es auch potenziell dauern. Aber es kann halt Wirtschaftsknappheit geben. Es kann Knappheit im Universum geben und dann dauert es dann kann es halt wirklich vorkommen, was du gerade geschildert hast, dass dein Schiff nicht gebaut werden kann, weil eine Ware fehlt. Das geht dann aber allen anderen NPCs genauso. Also dann würde auf einer Werft grundsätzlich in dem Moment nicht gebaut werden können. Und solche Situationen kannst du auch selber provozieren. Also das ist im Grunde auch die Flipseite, die andere Seite der ganzen Wirtschaftssimulation, von der wir eben gesprochen haben, die Stärke auch. Du kannst eine Fraktion abschneiden von ihrem Nachschub, du kannst die Stationen sabotieren, die nötigen Waren herstellen und dann führt das im Zweifel dazu, dass eine Fraktion Probleme kriegen wird, ihre Flotten selber zu bauen, um im Krieg
zu kämpfen. Also das ist alles wirklich real simuliert. Aber es gibt ja viele Werften. Also du musst ja deine Schiffe nicht bei einer bestimmten Werft kaufen. Das stimmt natürlich. Aber so wie du es gerade auch gesagt hast, man kann dann natürlich, wenn man das jetzt ausnutzen wollen würde, dieses System auch irgendwie schauen, dass vielleicht jemand keine diese Teile mehr hat oder nur selbst dann irgendwie diese Teile liefern. Weil da, wo keine Sachen vorhanden sind, sind wahrscheinlich die Preise gut, oder? Und die Nachfrage hoch. Die Nachfrage ist hoch, deswegen zahlen sie viel. Ja, die Preise sind insofern gut zum Verkaufen. Ja. Und das genau kann der Spieler natürlich auch tun. Also ich meine, wenn du deine eigenen Waren lieferst, dann zahlst du natürlich auch selber den höheren Preis. Gut, also der Preis für das Schiff ist natürlich höher, wenn die Waren knapp sind. Aber ja, im Grunde hast du schon recht. Und du kannst natürlich auch deine eigene Werft bauen. Also das ist dann wirklich der richtig fortgeschrittene Spieler, der dann irgendwann eine eigene Werft hat, die dann im Extremfall halt alles, was unten drunter nötig ist, um die Schiffe herzustellen, auch selber besitzt. Entweder sogar an die Werft direkt dran gebaut, also so wie du es eben gezeigt hast, du könntest theoretisch eine Werft bauen, die alles selber macht, bis hin zum Refining der Erze. Das heißt, du hast halt wirklich nur noch Mining-Schiffe, die ihre Erze zu der Werft bringen und dann wird das gegossen, dann werden die Nahrungsmittel hergestellt und alles und das ist dann ein Riesending und das baut am Schluss Schiffe. Aber du kannst auch viele an vielen, das ist nicht unbedingt ideal, weil du dann natürlich alles an einem Punkt hast. Und dieser Punkt kann nie optimal sein für alles. Ja. Du willst wahrscheinlich deine Erze eher in der Nähe von einem Asteroidengürtel abbauen, wo du dann auch wirklich die Erze in der Nähe findest. Deine Gase irgendwo, wo der entsprechende Nebel ist. Und immer musst du auch bedenken, welches Risiko es ist, dass eventuell Angriffe passieren. Das Ganze passiert ja in einem Universum, in dem es Kriege gibt, in dem es auch Aliens gibt, die dir ans Eingemachte wollen. Also da muss man halt schon aufpassen, wo man seine Sachen hinbaut. Dementsprechend kann es von Vorteil sein, wenn man viele kleine Stationen baut, statt eine gigantische Riesenkomplex. Bei beides ist möglich. Ich habe mich vorhin über meinen Captain beschwert, bin selbst hier gegen an das Raumschiff gegen gedotzt. Also Klappe halten. Ja. Ist nicht so schlimm, genau. Nicht so wild. Du hast halt Schild und Hülle immer getrennt. Ja. Und das, was du da meistens verlierst, ist erstmal nur dein Schild bei so einer kleinen Kollision. Das ist nicht so. Das finde ich gut. Das passiert natürlich mal. Nicht direkte Delle. Genau, nicht direkte Delle im schönen Lack. So, ich habe jetzt die Mission abgeschlossen, indem ich eben diesen synchronierten Scan mit meinen Schiffen gemacht habe. Ich habe die auch direkt wieder weggeschickt, damit die nicht weiter Staub ansetzen. Und muss jetzt hier mit dem Dr. Rick Feynman sprechen, dem Chef dieser Forschung hier. Begebe mich dazu auf die Brücke seines Schiffes. Also auch da, ne, man kann quasi dann auf diesem Schiff landen und dann hier mit diesem Transporter zur Brücke hin. Mhm. Jetzt direkt hier mit dem sprechen, ohne jetzt über Funk mit dem reden zu müssen. Finde ich auch sehr gut. Mega gut. War der Grund für diese Expedition. Nun haben wir nicht nur unsere Einrichtung lokalisiert, sondern auch Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Wenn sie wieder unter unserer Nase verschwindet, wird es uns nicht so schwer fallen, sie aufzuspüren. Gut, und was ist jetzt Ihr Plan? Wir haben eine Software vorbereitet, die uns hilft, wieder Zugang zu erhalten. Aber unser Schiff ist nicht wirklich unauffällig genug, um es auf unserer Station zu positionieren. Die Malware sollte subtil genug sein, um vom aktuellen Besetzer unbemerkt zu bleiben. Ihre Aufgabe wird es sein, es an diesem von unserem Analysten festgelegten Standort zu positionieren. Laut den Anmerkungen in den Stationsplänen sollte da ein Signalleck neben etwas sein, das wie ein Ventil oder Fenster aussieht. Aber Sie werden das schon herausfinden, wenn Sie dort sind. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Diese Leute hier sind anscheinend die ehemaligen Besitzer meiner Station und hätten die gerne wieder. Und wollen jetzt, dass ich eine Malware quasi, also ein Virus, auf meiner eigenen Station einschleuse. Denn die wurde ihnen anscheinend von dem boronischen Forscher entwendet, sagen wir es mal so. Gucken wir mal, was daraus wird. Aber das finde ich eine interessante kleine Mission, die ihr habt. Und man sieht ja auch, ein bisschen Humor habt ihr auch auf jeden Fall. Es ist nicht alles bierernst. Ja, genau, aber du hast das genau schon richtig erfasst. Aber ich glaube, dein Bosota wird eine gute Lösung haben. Das ist gut. Der kommentiert das. Der ist den anderen immer einen Schritt voraus. Dann bin ich beruhigt. Ich will jetzt nämlich nicht direkt schon wieder meine schöne Basis abgeben. Das wäre nicht so schön. Gucken wir mal, was er sagt. Und währenddessen habe ich eine Zahlung erhalten, denn anscheinend hat jemand gerade Wasserstoff verkauft, eben mal 91.000 Credits angesammelt. Sehr schön. So macht man das. Ist ja eine schöne Überraschung. Ne? Finde ich auch. So, ich soll jetzt mal Hauptquartier scannen. Hast du noch eine Frage für uns vielleicht? Aber selbstverständlich.
Ja, im Prinzip wurde eben eine Frage schon beantwortet, ob man in den eigenen Raumstationen auf Fabriken für Sachen richten kann, die man herstellen kann. Das kann man ja, also haben wir ja eben lange drüber gesprochen, deswegen überspringe ich diese jetzt. Jetzt hätte ich hier eine sehr technische, die würde ich mir aber eher gern fürs Ende aufsparen, weil die doch sehr speziell ist. Also falls wir noch in sehr technische Bereiche kommen, würde ich die tatsächlich nehmen. Ich hatte eine eigene tatsächlich noch. Ich habe nämlich gerade im Chat, eben waren auch viele Sachen schon, die bereits geklärt waren. Für Leute, die vielleicht auch später einschalten, sei nochmal empfohlen. Dieses Video wird natürlich bei uns auf den Kanälen hochgeladen. Und da könnt ihr dann nochmal von vorne schauen. Und da wurde eure Frage dann wahrscheinlich schon geklärt. Aber ich habe mich noch gefragt, wie sieht es denn generell mit Community Support und Mods bei dem Spiel aus? Gibt es da eine aktive Modding-Community? Supportet ihr das? Stellt ihr vielleicht sogar irgendwelche Tools zur Verfügung? Ja, gibt es. Und in der Tat, wir versuchen das auch so zu unterstützen, wo wir nur können. Es gibt alles von kleinen Mods, die jetzt das User-Interface ein bisschen verändern oder auch KI-Skripte verändern, also die dann auch im Download eher klein sind, bis hin zu kompletten anderen Spielen. Also es gibt ein sehr umfangreiches Mod, das also das ganze Universum umkrempelt und in ein ganz anderes Universum packt. Sehr, cool. Sehr beliebt, sehr, sehr groß. Kann ich nur empfehlen, also sich mal die Modding-Szene um X4 herum anzuschauen. Und ja, wir unterstützen das, wo wir nur können. Also wir wären ja auch dumm, wenn wir das nicht täten. Also natürlich, es gibt immer eine Sache, die wir versuchen so zusammenzubekommen, das ist natürlich, wenn man moddet, dann ist es nicht mehr competitive, sag ich mal. Weil wir versuchen auch so ein bisschen einige Elemente reinzukriegen, dass Spieler sich durchaus mit anderen Spielern vergleichen können. Das Spiel ist ja überwiegend Singleplayer. Aber wir haben so ein paar Elemente. Jetzt bist du gerade noch mal kurz weg. Ich weiß nicht, ob du wir haben da ein paar warst gerade noch mal kurz weg. Die letzten 10 Sekunden noch mal. Du warst nur ganz kurz weg. Ja, sorry. Also es gibt halt diesen asynchrones Multiplayer-Modus, wo wir sogenannte Venture den Leuten erlauben zu spielen. Das heißt, man kann miteinander, jeder im Grunde in seinem Singleplayer-Universum trotzdem gemeinsam Aufgaben lösen. Es gibt dann das Multiversum und über das Multiversum kann der Spieler anderen Leuten Dinge schicken. Und das ist halt das Einzige, was im Grunde beim Modding dann nicht möglich ist. Also man muss sich halt entscheiden, ob man halt, man kann das Spiel maximal modden, man kann komplett anderes Spiel daraus machen, aber natürlich ist das dann inkompatibel mit der Möglichkeit, online mit anderen Leuten im Wettbewerb zu treten. Also entweder man spielt dann unmodified oder modified, aber auch das kann man wechseln. Also man kann hin und her springen. Und man kann halt eine Safe-Game-Kette haben, die unmodified gespielt wird und eine andere, die modified gespielt wird. Sehr cool. Interessant. Vielleicht, um das Thema noch mal kurz aufzubauen, ihr seid ja auch seit 2018, hast du mir vorhin gesagt, seid ihr im Self-Publishing. Das heißt, ihr nehmt die ganze Verwertungskette des Videospiels von quasi der Entwicklung bis hin zum Verkauf, dem Marketing und sozusagen der Abstimmung mit den einzelnen Download-Plattformen und so weiter, macht ihr alles selbst. Ist das nicht heutzutage wahnsinnig schwierig und kompliziert? Ja, es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Indie-Entwickler da draußen, die natürlich solche Sachen machen, aber ich stelle mir jetzt gerade für so eine Entwicklerstudie wie euch vor, was ja irgendwie nicht wirklich, also ihr seid jetzt kein Zwei-Mann-Unternehmen wie so ein klassisches Indie-Studio, sondern ihr seid ja schon ein bisschen mehr, wie du vorhin gesagt hast. Gleichzeitig macht ihr aber trotzdem Self-Publishing. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr diesen Schritt gewagt habt? Und würdest du sagen, dass das eine gute Entscheidung war? Oder eher, dass ihr doch wieder denkt, so, wäre vielleicht doch besser, mal wieder mit Publishern zusammenzuarbeiten? Nee, also es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ich bin sehr glücklich da, wo wir jetzt sind. Also es geht uns als Firma heutzutage sehr, sehr gut. Und das hat auch was damit zu tun. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt irgendwie grundsätzlich den Leuten empfehlen würde, immer so zu arbeiten. Das ist total von der Firma, vom Spiel, vom Team abhängig. Für uns war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil wir jetzt wirklich unabhängiger selber entscheiden können, was wir machen, wann wir was veröffentlichen und da redet uns keiner mehr rein. Man ist halt, wenn man mit Publisher zusammenarbeitet, verständlicherweise, das ist kein Vorwurf, immer auch unter finanziellem Druck genau zum richtigen Zeitpunkt das zu liefern, was der Publisher will. Das ist ja immer auch eine Schiene, wo man gemeinsam arbeitet. Und das ist also, wie gesagt, kein Vorwurf. Publisher müssen ja auch leben. Und das ist aber eben trotzdem für eine Firma, die so spezielle Spiele macht wie wir und so komplexe Spiele für so eine spezielle Community,
ja, es ist für uns super. Also wir sind jetzt in einer ganz tollen Situation, dass wir jetzt wirklich von Jahr zu Jahr mehr Spiele verkaufen, von Jahr zu Jahr immer mehr Leute auch unsere DLCs dazu kaufen, sodass wir wachsen als Firma. Wir sind jetzt also über 5 Jahre hinweg von Jahr zu Jahr wirklich gewachsen. Und ja, das ist auch dem zu verdanken, dass wir jetzt so unabhängig sind. Sehr gut. Man muss auch wirklich sagen, ich finde das immer wieder bemerkenswert, weil für mich ist es halt auch wichtig, dass man natürlich auch deutsche Entwicklerstudios irgendwie unterstützt. Und ich meine, Egosoft, du hast es selbst gesagt, ihr seid ja schon sehr, sehr lange im Game drin. Da finde ich es natürlich sehr positiv, dass ihr sagt, dass ihr halt so gut aufgestellt seid und dass da gut funktioniert. Deswegen war es mir nochmal wichtig, das nochmal auszustellen, weil ich finde, das ist schon, es ist auch ein gewisses Risiko ja auch zu sagen, wir machen das alles komplett selbst. Und dafür auf jeden Fall mein Respekt, dass ihr diesen Schritt gegangen seid und auch diesen Mut bewiesen habt. Und wenn ihr sagt, das funktioniert, dann hat sich das ja auch anscheinend gelohnt, diesen Mut zu beweisen. Ja. Finde ich bemerkenswert auf jeden Fall in der heutigen Landschaft. Sozusagen. Ne? Ja. Du hast jetzt hier gerade kurz Pause gemacht, weil du uns was zeigen willst. Nee, ich wollte einfach nur kurz, bevor wir jetzt hier wieder den nächsten Schritt verpassen. Ich habe jetzt quasi gedockt. Ich habe von Marco. Ich muss mit denen handeln. Ich habe von unserem Forscher auf unserer Station habe ich Daten bekommen, die ich jetzt hier quasi wieder übergeben soll. Und das versuche ich jetzt einmal. Vielleicht kannst du mir ganz kurz helfen, Bernd, weil vielleicht habe ich irgendwas falsch verstanden. Solche Daten, das ist kein Handel, was du da gerade machst. Das musst du einfach abliefern. Ich glaube, wenn du mal aufstehst, dann siehst du unten in der Ecke wieder dein Objective. Steh mal auf, dann steht ja in der Ecke immer, was du tun sollst. Genau, ich glaube, du sollst einfach zu einer Person gehen. Geh mal raus. Da muss ich wahrscheinlich wieder zu dem Typen gehen. Ah, okay. Ja, hier ist auch der Pfad. Ja, ich bin, okay, mein Fehler. Sorry. Das ist aber in der Tat ein häufiges Problem. Die Leute müssen im Grunde so eine Sache, die man dabei verstehen muss, den Unterschied zwischen Waren, das sind die, über die wir die meiste Zeit bisher gesprochen haben, die Dinge, die dieses ganze wirtschaftliche Universum am Laufen halten. Also das, wo jetzt, vielleicht sollte ich mal gerade leise sein, solange er da redet. Ich übergebe das einmal kurz. Er hat Ihnen unsere Nachforschungen übergeben? Unglaublich. Aber Sie sollten Software einschleusen. Wie ist das passiert? Hat also mein Schiff hochgeladen. Ich habe diesen Boron und seine Fähigkeiten deutlich unterschätzt. Das bedeutet, wir können mit Projekt Genesis fortfahren. Es ist unsere höchste Priorität. Wir sollten uns den Boronen besser nicht zum Feind machen. Also werden wir ihn vorerst im Besitz unserer Station lassen. Mhm. Wir müssen besser vorbereitet zurückkommen, wenn wir unsere Station wiedererlangen wollen. Was werden Sie ich jetzt hätte tun? Nicht gedacht, dass wir so schnell Fortschritte machen würden. Davon abgesehen, könnten wir etwas mehr Hilfe von Ihnen gebrauchen. Sie werden einem unserer Mitarbeiter beim Erwerb von Forschungsergebnissen helfen, die für Projekt Genesis von entscheidender Bedeutung sind. Ein unabhängiger Wissenschaftler. Lassen Sie mich Sie kontaktieren. Grüße! Hallo. Wir senden Ihnen den Piloten, den Sie angefordert haben. Ist diese Kreatur qualifiziert? Wow! Ja. Nein. Machen Sie sich keine Sorgen. Dieser ist mindestens ein 2-Sterne-Pilot. Ja, mindestens, würde ich auch sagen. Okay, er ist unterwegs. Frechheit. Das ist erledigt. Bericht an Kuromankami. Sie experimentieren mit einem Phänomen in die Leere und werden Sie ihrerseits unterweisen, sobald Sie dort ankommen. Dies mag zunächst zusammenhanglos erscheinen, aber seien Sie versichert, Sie helfen, unsere Zukunft zu gestalten. Ihnen fehlt anscheinend wichtige Raumanzugrüstung. Nehmen Sie das hier mit. Es wird später nützlich sein. Ah, vielen Dank, jetzt haben wir was bekommen. Ja, das ist, geht jetzt so Schritt für Schritt weiter in die Richtung der Terraner. Also da ist noch eine Menge zu entdecken. Also die Geschichte ist schon was länger. Das wäre interessant. Ich finde es aber nur bemerkenswert, dass die mich jetzt quasi entführen, weil mein Schiff ist hier angedockt und die fliegen einfach weiter. Was soll denn das? Frechheit. Ja. Das kann ja übrigens auch schon mal am Anfang des Spiels passieren, wenn du in irgendein NPC-Schiff einfach so einsteigst. Also Teleportation ist da extrem nützlich. Man kann aber, weil du hast ja jetzt nicht den Fehler gemacht, deine Schiffe haben ja alle schon andere Piloten. Das heißt, selbst wenn du jetzt irgendwie komplett entführt worden wärst, dann kannst du ja ein Schiff immer zu dir hinrufen. Das stimmt. Und dann sammelt es dich wieder auf. Ansonsten ist es im unangenehmsten Fall musst du im Raumanzug aussteigen und dann würdest du ewig brauchen, um wieder zurückzukommen. Das wollen wir nicht, genau, das wollen wir nicht. Das wäre, glaube ich, nicht so schön. Gut, damit haben wir den Teil des Ganzen auch abgeschlossen. Ist der tatsächlich in ein anderes Gebiet gesprungen? Da fliegt er weg.
Und natürlich, das Schiff haben wir gerade gesehen, von der Größe her, solche großen Schiffe kann man natürlich auch später einfach selbst haben. Ne? Das hast du ja vorhin schon gesagt, wir sind jetzt gerade in einem relativ kleinen Schiff, aber das ist dann natürlich dann sozusagen das Endgame, irgendwann mal in einem großen Trägerschiff drauf zu haben, wo man dann einzelne Einheiten quasi noch drauf hat, die man dann selbst steuern kann. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ich fliege einmal kurz mal zurück zu unserem Hauptquartier, weil du hattest von Forschung erwähnt, Bernd, und dann kann ich das nochmal zeigen. Beziehungsweise, ich kann sogar auf die Forschung kann ich auch so zugreifen, ne? Genau. Ja, kannst du jederzeit. Das Menü ist immer da, aber es findet statt auf dem Headquarter. Also du hast dann, wenn du dieses Menü da benutzt, dann ist das immer auch ein Dialog mit Bosota, dem Büro, den du da eben gesehen hast, in seinem Wassertank. Der führt es dann für dich aus, aber hier ist dann sozusagen die Entscheidung, was du erforschen möchtest. Genau, und ich hatte tatsächlich mich schon entschieden für einfache Antriebsmodifikationen. Ich wollte, glaube ich, die Idee war, ich wollte meine Schiffe ein bisschen schneller machen und deswegen habe ich mich für Antriebsmodifikationen entschieden. Dazu brauche ich jetzt aber Antriebssensoren, die muss ich jetzt quasi besorgen. Wenn ich die besorge und hier auf der Station abgebe, auf unserer Heimatstation, dann beginnt quasi die Forschung und dann kann ich Sachen weiterentwickeln. Und wir sehen hier oben, hattest du ja schon gesagt, Bernd, Teleportation gibt es hier. Es gibt hier Möglichkeiten, Dinge zu hacken. Das bedeutet, dass man Blaupausen von bestehenden Modulen klaut, um sie dann an das eigene Gebäude quasi ranbauen zu können, oder? Habe ich das richtig verstanden? Die Blaupause ist ja die Möglichkeit zu bauen. Genau. Also das, was du eben in dem du warst ja eben schon mal in einem Baumenü, wo du von deinem Headquarter gesehen hast und du siehst dann da links in dem Menü die Module, die dir schon zur Verfügung stehen. Das sind ja nur Modulpläne. Ja. Bauen tust du sie ja erst aus den Waren, die dann rangeschafft werden. Und das sind genau diese Blaupausen. Also wenn du die normal ohne Hacking bekommen möchtest, musst du die kaufen. Die Blaupausen verkaufen die Völker von ihren Modulen. Also du kannst halt bei den Fraktionsbossen der Völker, wenn du da entsprechendes Standing hast, da musst du natürlich befreundet sein mit dem Volk, die Blaupausen für deren Stationsmodule kaufen. Ja. Und dann kannst du die danach überall bauen. Also das ist einmal, wenn du einmal so eine Blaupause hast, kannst du es beliebig oft bauen. Aber es gibt eben mit Hacking die Möglichkeit, das wesentlich billiger zu kriegen, weil die Blaupausen sind extrem teuer. Sehen die Völker das? Sehr viel Geld sparen. Ich glaube, die Völker sehen es wahrscheinlich nicht so gerne, wenn ich dann deren Sachen hacke und dann die Blaupausen mir abschreibe, oder? Ja, aber das ist verhältnismäßig ungefährlich. Okay. Also es kommt drauf an, die Tätigkeit in dem Moment, wo du sie tust, kann, wenn du auffliegst, kann das dazu führen, dass du in dem Moment dann gejagt wirst. Ja. Aber langfristig ist der Schaden an Reputation dabei relativ gering. Also deine langfristige Reputation, die hängt viel mehr davon ab, handelst du mit dem Volk, hilfst du ihnen oder greifst du sie an? Also wenn du jetzt natürlich regelmäßig das so einstellst, dass deine Schiffe oder du persönlich jetzt zum Beispiel argonische Schiffe abschießen, wenn die Argonen auf lange Sicht natürlich nicht deine Freunde werden. Ja. Aber das sind die Dinge, die das langfristig beeinflussen. Die kurzfristige Reputation, die kann schon mal in den Keller gehen. Wenn du mal irgendwo bei einem Kampf versehentlich auf einen Argonen schießt, dann kämpft er zurück, dann schießt er zurück, dann hast du kurzfristig zudem dann diese Werte von minus 20 oder minus 30. Aber das ist dann nur der eine, der dich jetzt sozusagen hasst und nicht alle. Also die dauerhafte Reputation, die entwickelt sich wesentlich langsamer. Du kannst also durchaus auch mal einen töten, ohne dass das jetzt gleich total in den Keller geht. Okay, genau. Deswegen habe ich es gerade hier angewählt. Wir sehen jetzt hier gerade mal die Fraktionen und Beziehungen, die ich gerade schon habe. Man sieht hier viel, viel rot. Ich bin mir nicht sicher, warum. Also es gibt natürlich sowieso die feindlichen Alien-Völker, die schon von vornherein feindlich sind, wie zum Beispiel die Xenon. Ne? Das bedeutet, die sind sowieso schon mal rot. Warum ich das tyrannische Protektorat nicht mag, ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Das ist Standard. Gut. Es gibt die Startreputation hängen ja auch, wie gesagt, vom gewählten Spielstart ab. Stimmt, ergibt Sinn. Ja. Die Plot-Entwicklungen, also du hast wirklich für jede DLC gibt es mehrere Stories und diese Stories kannst du auch alle, wie gesagt, aus jedem GameStart raus spielen und die können durchaus deine Reputation auch massiv verändern. Also in eine Richtung, die du auch beeinflussen kannst. Also du kannst auch bewusst sogar Kriege verursachen oder Kriege lösen. Auch das ist dann dem Spieler überlassen, in welche Richtung er sich da dann entwickelt. Du kannst bis auf diese Dauerfeinde wie die Xenon eigentlich alle, die Kark auch, alle anderen eigentlich auch zu deinen Freunden machen.
Genau, man sieht natürlich auch, es lohnt sich auch dann so diese Reputation ein bisschen weiterzuentwickeln. Wir haben jetzt zum Beispiel mal die treibenden Provinzen, das sind quasi die Randwelten der Baronen, die ich eben schon über die Story entdeckt habe. Und man sieht hier tatsächlich, wenn man plus 20 hat, Ritter der Königin, dann kommen dann irgendwann auch so Sachen wie Lizenz für Großschiff-Fertigungsmodule der Baronen, ne, damit man auch andere Schiffe kaufen kann und bauen kann, um dann später an die großen Sachen ranzukommen und nicht immer mit den kleinen Schiffen rumzufliegen. Ne? Aber beim Thema Forschung würde ich auf jeden Fall dir die Teleportation als erstes empfehlen. Also das ist, glaube ich, die. Kann ich das abbrechen? Ja, kann ich. Jetzt habe ich ja gerade bei diesen Lizenzen die Polizeilizenz entdeckt. Ah, ja. Was bedeutet das, dass man für die quasi Gesetzeshüter spielen kann? Oder, ach, da steht's ja. Du wirst auch ein bisschen belohnt dafür. Okay, es gibt übrigens auch eine Enzyklopädie. Oh, es gibt übrigens auch eine Enzyklopädie oben. Das ist praktisch. Ja, das ist, da gibt es sehr, sehr viele Artikel mit sehr viel Hintergrundwissen. Also das ist aufgeteilt halt nach Sektoren, Waffensystemen, und das wird immer mehr. Also du siehst ja jetzt hinten überall das New, weil du jetzt halt da noch nie reingeguckt hast. Aber je mehr du entdeckst, desto mehr Einträge werden da neu hinzugefügt. Und diese Enzyklopädie kann extrem umfangreich werden. Spannend. Du hast wahrscheinlich jetzt auch noch nichts in der zweiten Ansicht, die da links ist. Da gibt es noch die Timeline. Ja. Ich weiß nicht, wie die hier heißt. Nee, da habe ich tatsächlich noch nichts. Ja. Ja, okay. Das sind witzige Dinge über die Geschichte, über den ganzen Hintergrund unseres Universums, wo auch einiges an Videos nachher freigeschaltet wird, die dir dann so ein bisschen was erzählen darüber, wo das X-Universum herkommt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, wer die Xenon sind. Solche Sachen werden ja ansonsten nur in unseren Büchern erzählt. Es gibt ja auch Bücher über unser Universum und da basiert das dann ein bisschen drauf. Aber finde ich auch sehr hilfreich, weil man kann dann tatsächlich auch gleich sehen, ne, zum Beispiel, ich habe jetzt hier die treibende Provinzen angewählt, mit wem die zum Beispiel gar nicht so gut können. Und das heißt, wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwie sich einem bestimmten Volk anschließen, möchte sich darauf konzentrieren, damit man natürlich auch weiß, mit wem soll ich dann vielleicht, einen Bogen machen. Mhm. Ne? Finde ich sehr hilfreich. Das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr schön. Irgendwas wollte ich gerade machen. Ach, Forschung, genau. Ich wollte Teleportation erforschen. Dazu brauchen wir Elektronikkomponenten und Energiezellen. Das kriegen wir sicherlich irgendwie hin. Und können da sicherlich noch ein bisschen rübergehen. Wie würdest du da jetzt vorgehen? Kaufst du die? Baust du die irgendwie ab? Ich glaube, also in dem Fall ist es, glaube ich, so, korrigiere mich gerne, Bernd, ich würde jetzt von meiner Seite her mein Handelsschiff losschicken, um die Sachen zu kaufen. Man kann, glaube ich, aber auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das nur bei dem Bau geht, einen Manager auf die eigentliche Station packen und denen sagen, der möchte das bitte organisieren, oder? Oder gilt das nur für den Bau von Komponenten? Korrekt, ja. Also du kannst normalerweise halt Aufträge geben, Waren zu kaufen und dann können NPCs, die vorbeifliegen, sozusagen auch die Waren bei dir verkaufen. Das ist grundsätzlich möglich. Du kannst sogar, und das ist speziell beim Headquarter hier eine Möglichkeit, das Headquarter ist ja so eine eierlegende Wollmilchsau, die man immer weiter ausbauen kann, wenn du das möchtest, theoretisch sogar diese Waren selber herstellen. Also das sind tatsächlich echte Waren. Also das wollte ich eben ja gerade erklären, da bin ich unterbrochen worden, das habe ich wieder ganz vergessen. Den Unterschied zwischen Handelswaren und Inventar. Stimmt. Es gibt Inventargegenstände, wie diese Dinge, die du gerade eben von Bosotar bekommen hast und dann zu dem anderen Schiff bringen sollst. Andere Beispiele dafür sind so der Kram, den man im Weltall findet. Du fliegst rum, du sammelst Kristalle auf, du findest diese Container, wo man dann so kleine Schlösser aufschweißt. Das sind alles Gegenstände, die du im Weltall findest, die manchmal sehr, sehr wertvoll sein können. Da gibt es hunderte unterschiedliche und jedes von denen hat auch wieder eine kleine Geschichte. Manche kann man sogar für Crafting einsetzen, um zum Beispiel Engine-Mods zu machen. Das war das, was du gerade erforschen wolltest. Mhm. Da gibt es dann also noch mehr Informationen darum rum, wenn du also am Schluss ein Schiff perfekt machst. Willst. Also noch, du hast schon alle Schiffe, aber du möchtest dieses noch schneller machen, dann kann man sich eigene Mods bauen. Und all diese Dinge, die kann man dann mit Inventargegenständen machen. Also es gibt halt diese Unterscheidung grundsätzlich. Handelswaren, das ist der große Kram. Das ist das, was du in großen Mengen kaufst. Und das ist das, was in einem Schiff ist. Das ist hinten im Frachtraum. Inventar, das hast du sozusagen immer in der Hosentasche. Das hast du immer bei dir. Und gehandelt wird normalerweise mit Handelswaren. Und das wird von einem Schiff geliefert und dann im Handelsmenü gegen Geld getauscht. Und Inventar, das ist halt für Missionen nötig. Das kannst du auch verkaufen und kaufen manchmal. Es gibt, aber das sind spezielle Händler, das sind Personen. Die sind dann auf einer Station und die verkaufen dir zum Beispiel ein Upgrade für deinen Spacesuit oder einen besonderen Kristall, mit dem du irgendetwas craften kannst. Und das Prinzip lernt man im Grunde, wenn man die Missionen spielt, aber
Das war gerade eben der Grund für diese Verwirrung, als du das Handelsmenü aufmachen wolltest, um etwas zu liefern. Das wären also Waren, werden immer mit dem Handelsmenü getauscht und Inventar. Da gehst du meistens zu Personen, um das zu überreichen. Ah, okay, ja gut, verstehe ich. Ergibt komplett Sinn. Ich versuche jetzt einfach mal gerade hier die Energiezellen, die ich brauche für die Forschung hier an Land zu schaffen. Beziehungsweise auch die Elektronikkomponenten. Das war, glaube ich, das, was ich ursprünglich gesucht habe. Das heißt, ich schicke jetzt hier einfach mal mein Schiff los. Das kauft jetzt einmal ordentlich ein und dann fliege ich mal zur Base, um dann damit ich die Forschung quasi losschicken kann. Mhm. Das ist gerade meine Idee zumindest gewesen. So, genau. Wie viel, ich glaube, wir brauchten 200 Elektronikkomponenten. 100. Da haben wir zumindest schon mal 70. Wenn ich das hier fertig mache, das ist schon mal ein Anfang. Mhm. So. Ja, solche Missionen kann man auch immer schön im Parallel nebenher spielen. Ja. Ich weiß noch gar nicht, hast du schon mal freie Missionen parallel gemacht? Du hast ja hier auf der Karte nebendran auch so einen Tab, wo du sehen kannst, wo Missionen angeboten werden. Und wenn du links, ganz links am Rand auf diese Missionstabs klickst, da gibt es eines, das dir immer anzeigt, welche Missionen du schon aktiv hast, wo jetzt natürlich der Plot unter anderem drin ist. Ja. Aber ganz links, ja, da. Die genau. angebotene da Mission, ja, genau. Mhm. Es gibt angebotene Missionen und die du hast und die in der Nähe sozusagen zu finden sind. Mhm. Also klick mal auf das zweite. Genau, hier ist der Missionsmanager. Das sind, glaube ich, die wichtigen Missionen, die wir quasi haben. Genau, und unten drunter siehst du da auch die zwei anderen Kategorien, die Gildenmissionen und andere Missionen. Andere Missionen, das ist halt so, wir nennen das meistens hier intern generische Missionen, aber das klingt ein bisschen abwertend, ist aber nicht. Also die können halt die können auch etwas länger werden manchmal. Und da kann alles drunter fallen. Das können kleine Kampfaufträge sein, das kann sogar eine größere Mission sein, bei der du eine ganze Station bauen musst. Mhm. Hängt dann immer, da wird dein Schwierigkeitsgrad angegeben und sowas findest du überall. Also auf Stationen, wenn du einfach im Weltraum unterwegs bist, siehst du, was in deiner Nähe gerade passiert. Und auf der Karte kannst du das dann immer sortiert sehen, sozusagen. Hängt also von deiner Position ab. Du kannst davon beliebig viele annehmen, oder nicht ganz beliebig viele, aber ziemlich viele, und die alle parallel spielen. Genau, ich werde jetzt mal ein bisschen näher an die Kernwelten sozusagen ranfliegen, weil ich glaube, ich hatte jetzt gerade keine angeboten, weil ich hier halt gerade bei meiner Base war und da nicht viel los ist, außer meine Base, die natürlich noch keine Mission anbietet. Deswegen fliege ich gerade noch mal in die Mitte, in die Kernsysteme, weil da eben schon ein bisschen mehr los ist und dann werden die mir schon noch angeboten. Ja, ganz cool wäre natürlich, wenn wir noch so eine kleine Kampfmission oder so sehen, genau, da können wir mal gucken, den Kampf einfach auch noch mal zeigen können, weil mir hat die Kampfsteuerung tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Hier wird mir jetzt gerade eine Schnellreparatur angegeben, aber wir gucken mal nach einer Kampfmission, nach einer kleinen. Eine sehr einfache Methode, wie wir das mal zeigen können, wenn du mal abspeicherst, wäre natürlich auch das Combat-Szenario, was ich eben schon mal vorgeschlagen habe. Das wäre dann ganz außerhalb. Die Tutorials sind eigentlich, weil das auch andere Leute, wenn sie jetzt mal das Spiel einfach mal ausprobieren wollen, sofort ausprobieren können. Wir haben halt diese außerhalb des Spiels im Grunde befindlichen drei Tutorials. Da gibt es einmal die Flugschule, wenn du da unter neues Spiel das auswählst. Da brauchst du gar nicht rausgehen, dann kannst du auch sofort von hier hinspringen. Ja, mein Fehler, egal. Die Flugschule ist halt wirklich jetzt ein bisschen langsamer, aber er erklärt halt wirklich so die Bedienung. Vor allen Dingen erklärt sie dem Spieler, was man umkonfigurieren kann, weil ja auch manche Spieler, speziell wenn es um Joysticks geht, sehr, sehr speziell sind, ganz andere Bedienungen. Genau, das wäre diese da. Genau, hier haben wir das Kampfszenario, dann gibt es quasi noch eine erweiterte Möglichkeit. Wir können ja vielleicht nochmal ganz kurz, für alle Leute, die es zum ersten Mal sehen, dann können wir gleich das Kampfszenario einmal machen, nochmal kurz erklären, wie es hier mit den Anfängen quasi aussieht, weil ich eben die ganze Zeit drüber gesprochen habe, aber jetzt sieht man das hier auch nochmal genau. Ja. Man hat hier quasi, das sind hier die einzelnen DLCs, die wir haben. Also wir können tatsächlich jetzt quasi mit dem neuen DLC Kingdom's End zwei verschiedene Starts auswählen, nämlich einmal der Spielstarttyp Die Enthüllung, wo man mit einem Speerstift startet, Startgeld 5000 Credits, man kriegt hier eine kleine Einleitung. Oder als Herold der Königin, dann startet man direkt mit einem Kanonenschiff mit 200.000 Credits, hat aber keinen weiteren Besitz. Und das gilt quasi für alle verschiedenen DLCs, aber auch für das Grundspiel. Und ich hatte, glaube ich, der junge Aufsteiger hatte ich gewählt als Spielstart für mein Spiel, aber man kann zum Beispiel auch ne Entdecker ohne Erfahrung, Krieger aus Überzeugung. Man kann also ganz viele verschiedene Sachen wählen, womit man starten kann. Gibt es irgendwas, wo du sagst, Bernd, das würdest du empfehlen als ersten Start für Leute, die jetzt vielleicht noch gar keine Ahnung haben? Also das hängt halt davon ab, welche DLCs man hat. Ja. Also natürlich sind diese Game Starts aus dem Basisspiel auch gut, aber
Ich würde immer die aus den DLCs empfehlen, wenn man die DLCs hat, weil die sind später gemacht worden, sind neuer, haben mehr Geschichte. Und welchen man dann wählt, hängt ein bisschen vom Spielertyp ab. Also ein sehr schöner Einstieg ist auf jeden Fall dabei, Wiege der Menschheit zum Beispiel, genau der, den du da gerade ausgewählt hast, weil das halt ein sehr schöner, geführter Einstieg ins Spiel ist. Aber auch Kingdom End ist super. Die versuchen immer inzwischen, also speziell der Kingdom End, weil es der neueste ist, wird immer versuchen, dich auch so ein bisschen so zu führen, dass du auch die anderen Dinge optimal entdeckst. Also ich würde, das ist definitiv einer der Vorteile. Du stehst ja, ich habe ja eben schon gesagt, du hast bisher nur einen relativ kleinen Teil des Universums überhaupt gesehen. Du siehst, fliegst meistens durch die Mitte, aber du hast sehr viel Peripherie noch gar nicht gesehen. Und speziell der Kingdom End GameStart, der ist so angelegt, dass du relativ schnell dann auch ein bisschen in die Peripherie geführt wirst und die anderen Plots, die anderen Storys dann auch entdeckst, sodass du dann alles miteinander kombinieren kannst. Also sehr empfehlenswert. Aber Tutorials auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, was man als allererstes mal machen sollte, um einfach mal zu sehen, wie das Spiel funktioniert. Genau, wir steigen jetzt einfach mal in den Kampfsimulator ein, einfach damit wir noch ein bisschen ballern können. Mhm. Ne? Wir wollen noch ein bisschen was sehen und ein bisschen schießen. Finde ich gut. Denn da ist auch eine ordentliche Portion Action drin. Jetzt gerade haben wir dann eben doch auch sehr menülastige Missionen gesehen. Für alle, die vielleicht denken, so, oh, das ist mir vielleicht ein bisschen zu dröge. Nee, muss gar nicht. Wie schon eben zu Beginn erwähnt, ist hier irgendwie alles drin. Und du kannst dich auch sehr dafür entscheiden, eher so einen aktiveren Weg zu gehen. Ja, in dem Game, das ich gemacht habe, da kommt so ein bisschen meine RTS und Transport-Tycoon-Erfahrung durch. Dass ich gerne sowas mache, dass du mir ein bisschen leid. Nein, ich kann das irgendwie nachvollziehen. Ich liebe es auch. So. Ja. Wir haben jetzt nicht auch ein etwas größeres Schiff jetzt schon und nicht mehr so ein kleines, sondern das sieht schon aus wie ein ordentliches. Nee. Das wirst du nur von gestartet. Wenn du mal F2 drückst, du siehst vorne die Startplattform. Wenn du jetzt mal mit der Kamera rumrotierst, dann siehst du, dass das ist jetzt das große Schiff, auf dem du gerade dich befindest. Aber das Schiff, was du fliegen sollst, das kommt da vorne gerade aus dem Landedock raus. Verdammt. Aus dem Startdock raus. Ich habe mich schon gefreut, Bernd. Ich habe mich schon gefreut. Sehr gut. Dann gehen wir kurz zu unserem kleinen Kampfschiff und dann ballern wir gleich noch eine Runde. So, ich kann mal ein bisschen schneller laufen. Aber das sieht doch auch schick aus. Guck mal. Oh, sehr cool. Ich mag auch sehr eure Schiffsdesigns, muss ich sagen. Ja. Also ich finde, die sind sehr wuchtig, gleichzeitig aber auch haben die alle eine unterschiedliche, je nachdem, was man für ein Volk quasi hat, sehen die komplett unterschiedlich aus, haben unterschiedliche Designs. Das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. So. Da haben wir unser Ziel. Ja, das sind Terraner, die gerade angegriffen werden von ein paar Xenon hier. Das ist jetzt der häufigste Gegner, wahrscheinlich in der Anfangsphase speziell, das sind die Xenon. Und die Terraner sind eigentlich schon relativ mächtig, haben sehr gute Schiffe, technisch fortgeschrittene Schiffe. Aber das ist eigentlich auch für die Boronen gilt. Das sind so die beiden Völker, die auch miteinander alliiert waren im alten X-Universum, aber jetzt halt getrennt waren für lange Zeit. Die Story ist ja auch, dass da tatsächlich die Tore für längere Zeit geschlossen waren und jetzt erst wieder aufgegangen sind. Was ich ganz gut finde, ist, ich habe es gerade mal versucht, bei dem anderen Schiff zu zeigen, versuche es bei dem jetzt auch nochmal, dass man auch ganz gut so ein bisschen manövrieren kann. Ne? Also bei diesen Schiffen hier, bei den Gegnerschiffen, ist es zum Beispiel so, die haben, glaube ich, an der Oberseite einen Geschützturm. Man kann ganz gut versuchen, so ein bisschen in einen toten Winkel da rein zu manövrieren, um die besser vernichten zu können. Das gefällt mir sehr gut. Also ich finde die Kämpfe auch sehr taktisch, wenn man sich darauf einlassen möchte. Ja, am Ende dieses kurzen Tutorials hier wirst du auch gleich gegen ein größeres Schiff kämpfen und an der Oberfläche des Schiffs einzelne Elemente zerschießen. Also das ist ja bei den kleinen Schiffen nicht möglich. Da schießt du ja wirklich aufs ganze Schiff im Grunde die meiste Zeit. Wenn man jetzt die einzelnen Elemente, auch da gibt es ja Module. Also du hast ja eben kurz gezeigt, wenn der Spieler selber ein Schiff kauft, dann kannst du ja Laser einzeln ausrüsten, Engines einzeln ausrüsten, aber die kann man halt hier im Kampf nicht einzeln anvisieren. Bei einem größeren Schiff ist das möglich. Jedes Turret ist einzeln anvisierbar, jeder Schildgenerator und das musst du auch gleich am Ende dann machen. Aber das ist halt eine ganz andere Art von Kampf. Vor allen Dingen im Kampf gegen Großkampfschiffe wirst du eigentlich besser erfolgreich sein, wenn du mehr so wie ein Hubschrauber fliegst, also mehr mit Strafing steuerst, als im Grunde immer dieses mit hoher Geschwindigkeit anfliegen, wie du das normalerweise im Dogfight tust. Ja. Aber
Also das, genau das finde ich halt auch so spannend, dass du halt die Möglichkeit hast, diese beiden Gefechtsarten zu machen, weil ich bin auch so ein großer Fan eigentlich so von großen, wenn so zwei riesige Raumschiffe aneinander vorbeifliegen und gegenseitig sich so Salven austauschen, das finde ich immer geil, weil es einfach so, so groß ist, ganz einfach, ne, und so einfach so großen Eindruck macht und man wirklich das Gefühl hat, okay, was hier gerade passiert, ist einfach eine riesige Weltraumschlacht und nicht einfach nur ein Kampf zwischen zwei Objekten, die irgendwo hier sind. Das gefällt mir sehr, sehr gut immer. Und deswegen finde ich es auch gut, dass ihr das mit drin habt und dass es halt die Möglichkeit gibt, auch diese Art von Kampf quasi durchzuführen und nicht nur diese kleinen Dogfights. Absolut. Aber die Schiffe... So, hier sehen wir jetzt auch schon, jetzt kann ich hier die einzelnen Geschütztürme anvisieren. Ja, genau, stimmt. Genau. Ja. Das ist da in dieser kleinen Mini-Story hier jetzt auch deine Aufgabe. Die sagen halt im Grunde, du bist ja der Elite-Pilot, der helfen soll, die kleinen Turrets auszuschalten, bevor dann die Bomber vom anderen Schiff aus starten und dann halt den Heavy Damage sozusagen machen. Also du könntest jetzt mit so einem S-Schiff, in dem du dich hier gerade befindest, so ein großes Capital-Schiff normalerweise nicht zerstören. Ja. Du siehst auch, wenn du jetzt mal einfach das Schiff selber anvisierst, würdest du sehen, dass wenn du da drauf feuerst, du kratzt das gar nicht an. Also da geht weder ein Schild noch Hülle runter. Aber die Surface-Elemente, also das können Turrets sein, das können Schildgeneratoren sein, auch die Triebwerke, selbst die Triebwerke, obwohl die noch relativ groß sind hier, also auch noch relativ viel Schild haben, da hat ja jetzt im Grunde jedes seine eigenen Schildbalken, die kriegst du halt mit einem kleinen S-Schiff durchaus schon zerstört, kommt halt natürlich immer auf deine Waffen an. Das hilft halt dann sehr, dass die anderen langsameren Bomber sich dem Großkampfschiff dann halt besser nähern können. Ja. Genau, ich versuche direkt die Taktik einzusetzen, die du ihm erklärt hast. Ich versuche jetzt ein bisschen hier rum zu straven. Ja, das Coole ist ja auch, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber wenn du nahe genug an so ein Capital Ship ranfliegst, dann bewegst du dich mit ihm mit. Ohne, wenn du dann einfach stillstehst. Wenn du jetzt einfach Backspace drückst, wo du normalerweise stillstehen würdest, stehst du jetzt nicht mehr still, sondern du driftest mit dem Schiff. Also dieses Schiff ist jetzt relativ langsam. Du siehst, es rotiert ein bisschen und du rotierst mit. Das kann halt auch, wenn das wesentlich schneller ist, selbst wenn das Schiff im Travel Drive ist, also sehr hoch mit sehr hoher Geschwindigkeit fliegt, würdest du dann immer relativ mitbewegt werden. Ah, okay. Es hat quasi eine Art eigene Gravitation, wenn man so möchte. Korrekt, ja. Dein Computer passt deine Geschwindigkeit dann so an, dass du dich absolut auch darauf konzentrieren kannst, an der Oberfläche des Schiffs lang zu fliegen. Ja. Super interessant so. Dann haben wir es ja auch gleich. Ja, das fand ich auch ein super Feature. Das wird ja schon in dem Flugschulen-Tutorial erklärt und da habe ich direkt gemerkt, wäre das jetzt aber auch nicht am Start, hätte ich eine wesentlich schwere Zeit, weil da musst du ja noch auf viel mehr gleichzeitig achten. Ja. Da habe ich selber eben den richtigen Speed gerade drauf und treffe dann überhaupt noch die Sachen und so. Das fand ich sehr angenehm. Aber da merkt man schon, da ist auf jeden Fall auch schon finde ich, viel Erfahrung auch einfach wahrscheinlich bei euch drin, ne? Dass eben auch so Kleinigkeiten, die dann aber wirklich dafür sorgen, dass auch solche Kämpfe wirklich angenehm sind. Also man sieht jetzt hier gerade, ne? Ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige gewesen, der in meinem Spiel schon super viel gekämpft hat, aber ich finde, das geht trotzdem relativ gut und easy von der Hand. Und auch wenn ich jetzt gerade natürlich im Tutorial bin, finde ich, kommt man da sehr, sehr schnell und sehr gut rein, obwohl es eigentlich eine schon sehr ausgewogen, also ein sehr großer Kampf ist, in dem wir gerade uns befinden. Mhm. Und das sieht alles auch schon sehr, sehr groß aus. Oh, das sieht super eindrucksvoll aus. Du sagst es, jetzt hast du dein Schiff rausteleportiert worden. Du musst halt ein bisschen auf deine Hülle achten. Du warst ein bisschen, weil du wurdest da gleichzeitig jetzt gerade beschossen von dem Großschiff. Und das hat dann natürlich dann schon ein paar noch fettere Turrets dran. Aber du hast in diesem Tutorial tatsächlich zwei Schiffe. Die teleportieren dich beim ersten Mal raus. Es gibt übrigens inzwischen auch ein System, dass du automatisch mit deinem Raumanzug rausgeworfen wirst, wenn dein Schiff stirbt. Also jetzt beim zweiten Mal würde das passieren. Wenn du jetzt nicht mehr teleportieren kannst, dann würdest du aus dem Schiff rausgeschossen und bist dann im Raumanzug. Ja. Ich habe, glaube ich, auch den Fehler gemacht, ich habe zu oft geboostet, weil der Boost ist gleichzeitig auch die Schildenergie und das war, glaube ich, mein Problem, dass ich dann mal kein Schild mehr hatte. Das war dann vielleicht nicht ganz so schlau von mir. Naja. Haben wir noch eine Frage vielleicht zum Schluss? Weil wir sind jetzt auch fast am Ende unseres kleinen Ausflugs hier ins X-Universum. Vielleicht haben wir ja noch was noch jemand wissen möchte. Noch irgendwelche denn letzte Frage an den guten Bernd? Tatsächlich wurde im Chat auch schon unheimlich viel vom Egosoft-Team beantwortet. Die waren nämlich netterweise auch im Chat und haben ganz viel zurückgechattet und komplexere Fragen teilweise beantwortet. Also vielen Dank dafür. Ich habe noch so ein bisschen eine Frage zu den vielen Steam-Spielstunden, die du in deinem eigenen oder eurem eigenen Spiel hast. Wie oft gibt es da quasi den Moment, dass du einfach am Feierabend schön vor dich hinzockst und dann irgendwie vielleicht feststellst,
ah, das könnte aber noch cooler sein. Da fällt mir jetzt gerade beim selber Spielen eine kleine Quality of Life Verbesserung ein. Kommt das vor oder ja, bist du dann so im Feierabend, dass du auch einfach dich nur schön gehen lässt? Das ist andauernd so, ja. Also das ist eigentlich die Art, wie ich spiele. Nicht, dass ich das aber so als du sagst das so, als wäre es so negativ. Ich finde, das macht mir Spaß. Das ist meine Art zu spielen. Ist halt immer, meistens, wenn es so auf die Fertigstellung eines neuen Major-Updates geht, ne? Wir haben ja immer diese 2.0, 3.0, wir sind jetzt bei 6.0 angekommen. Das, was ihr da spielt, ist jetzt schon Version 6.0. Und immer wenn dann das nächste große kommt, kurz bevor wir dann auch in den Public-Beta-Test gehen, dann fange ich dann auch an, selber wieder intensiver zu spielen und jedes Mal auch wieder von Null. Also ich nehme nicht ein altes Safe-Game, sondern ich fange dann halt wieder am Anfang an, weil auch diese ganze Experience, wenn man neu ins Spiel einsteigt, das ist das, was mir am wichtigsten ist. Und jedes Mal geht es wieder damit los, dass ich so eine lange Liste jeden Tag mache. Also dann habe ich wirklich jeden Tag so einen Haufen kleiner Punkte und nerve damit dann unser Team. Die lieben das natürlich überhaupt. Total, wenn sie dann von mir E-Mails bekommen mit Wünschen und Vorschlägen, die dann manchmal auch ein bisschen unrealistisch sind oder so. Aber ja, so ist unser Leben. Aber ja, aber es ist natürlich unheimlich sinnvoll, dass wenn man da nicht nur so von außen drauf guckt irgendwie, sondern auch dadurch, dass man selber quasi playtestet irgendwie, nicht nur sich aus zweiter Hand das einholt, sondern auch die Erfahrung gemacht hat, boah, das fand ich ein bisschen clunky, das Feature, das kriegen wir doch einfacher oder so. Macht eigentlich nur Sinn, aber ist, glaube ich, umso schwerer, das dann auch mal den Kopf abzuschalten und zu sagen, jetzt habe ich wirklich nur Spaß und denke überhaupt nicht mehr an das Projekt und die Arbeit. Das ist, glaube ich, praktisch unmöglich. Ja, aber es gibt immer diese, und das ist wirklich das Tollste, wenn du diese Momente hast, wo das Spiel dich dann begeistert und du, oder auch wenn man halt einen Tag noch einen Vorschlag macht und am nächsten Tag sieht man schon, dass das schon wieder verändert ist und dass das funktioniert. Also das sind diese ständige Iterieren. Ja. Also immer wieder ein kleines bisschen weiter verbessern und dann sehen, wie es so wächst und gedeiht. Das ist eigentlich das, was natürlich irre Spaß macht. Das klingt sehr belohnend. Das wird andauernd. Cool. An dieser Stelle können wir noch mal sagen, wenn ihr jetzt Bock bekommen habt auf X4, dann, wie gesagt, es gibt gerade einen großen Steam-Sale, 50% reduziert ist das Basisspiel, aber auch natürlich sämtliche DLCs. Wenn ihr jetzt noch mal nachlegen wollt, wenn ihr zum Beispiel Kingdom End noch nicht habt und dann noch mal reingucken wollt, dann ist jetzt eine sehr, sehr gute Gelegenheit. An dieser Stelle noch mal vielen, vielen Dank an dich, Bernd, dass du uns heute hier zwei Stunden begleitet hast und so ein bisschen eingeführt hast in das große X-Universum. Wenn ihr da draußen jetzt gesagt habt, boah, X4, mega gut, ich habe damit auch schon super viel Erfahrung gemacht und meine eigenen Geschichten erlebt, schreibt sie doch in die Kommentare, da würden wir uns sehr drüber freuen, weil ich habe jetzt auch wieder Bock bekommen, auch mal wieder ein bisschen tiefer einzusteigen und zum Beispiel mal mit dem neuen Kingdom End DLC anzufangen und natürlich lasst gerne ein Like unter diesem Video, das hilft uns immer sehr und das freut bestimmt auch den Bernd, damit er weiß, dass er hier von Freunden gerne zugesehen wird. Genau, vielen, vielen Dank Bernd an dieser Stelle, es war uns eine große Freude und eine große Ehre, dass du heute hier warst und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann nochmal wieder, vielleicht zum nächsten DLC oder so, schauen wir mal. Ich danke euch. Dankeschön. Und damit geben wir ab. Und uns beide sieht man jetzt gleich noch im Livestream, aber von allen anderen Leuten, die zum Beispiel jetzt das Video gucken, verabschieden wir uns schon mal. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und macht's gut und viel Spaß im X4-Universum. Ciao, ciao.